Hola, señoritas. Oh. Was sagt ihr? Ich bin AFK. Ich bin in einer halben Stunde wieder da und bin da um 11. Super. Habt ihr schon irgendwas gezockt? Cool, Spiele die Leo. ganze Zeit. Was sagt ihr? Ich spiele allein BVB gegen 5, 4. Nein, ich spiele allein BVB gegen 7. Gegen 4 Gegner und 3 eigene. Sehr gut. Ich bin gar nicht dazu gekommen, meine scheiß Schrotflinte auszuprobieren. War so mad, dass ich nicht dran gedacht habe, Mann. Scheiß auf die. Ich lade mich jetzt an. Und die kommt dran. Das sagst du. Ja, weil ich blockiere dich, ich lösche dich, oder? Kein Ding. Ja, das ist ein bisschen sorgt. Ey, vorhin das Game, Mann. Das war auch Überleben. Und es war, es gestanden, weiß nicht, Gleichstand und nur noch ein Punkt übrig, ja? Auf einmal liefen drei vom Gegnerteam. Es war nur noch einer da. Vom einen Team springen die ganze Zeit von der Map und killen sich selbst. Ne? Und ich warte die ganze Zeit, bis diese Flagge kommt, was du einnehmen musst. Ne? Und in den letzten 5 Minuten check ich, hey, wir haben einen Life weniger als der eine Typ. Ne? Habt ihr alleine dann gewonnen? Ja, habe die Ehre. Da war es vorbei. Du musst schon wieder ein Amok-Schütze in Amerika. Tilt is real. Was? Gerade Echt? eben oder was? Ja. Mann, Mann. Amok-Schütze tötet 3 Menschen in Kalifornien. Wegen was? Schüsse auch in Oder Schule. wo? Ja, ich hab's gerade nur in den Nachrichten. Schüsse an kalifornischer Schule. Gogo. Mittlerweile frage ich mich ja ernsthaft. Was das für einen Sinn hat, was wir hier machen? Gar keinen, Leute. Nee, ob der Hunter nicht die schlechteste Klasse von allen ist. Ist auch. Ah, fuck. Ist Er hat nicht, scheißegal, was du naja, er spielst. hat halt nicht den Sustain von dem Titan. Durch die Resilience und die Walls. Und der Ulti von dem Titan, eigentlich zwei davon sind so super lächerlich stark. Und der Warlock, der kann sich ja die ganze Zeit selber heilen, ne? Das ist komplett irre. Wien gilt nach Paris als unfreundlichste Stadt. Yes! Paris? Gott sei Was? Dank. Was? Paris gilt Was? als unfreundlichste? Anscheinend. Ich fand das auch nicht so Oui, geil. so muss es sein. Das ist ein Scheiß, der interessiert, Alter. Weiß immer noch nicht, wie man dein Logo kriegt. Oder wie das heißt, Emblem. Moment, wie heißt das hier nochmal? Eins? Ja, von den Dingern zum Abgeben. Bright Engrams? Von den Token, was du im BVB bekommst. Da kannst du halt dabei sein. Das kann dabei sein, alles klar. Random. Nice. Klar. Was auch sonst? Verstörende Kinderzähne, die eingestellt werden mussten. SpongeBob Schwammkopf. Wow. Aber weiß man, warum der ausgerastet ist in den USA? Nee, bisher noch nicht. Da wegen der Meldung, dass kein SpongeBob mehr läuft. Oh. Jetzt, wo ich es weiß, muss ich mir auch überlegen, was ich mache. Nur Wien hat genug Schulen. Gesundheit. Mossbots und Tee.
war es Paladins. Jemen. Achtjährige Kindesbraut verblutet in Hochzeitsnacht. Ja, super gemacht, Alter. Toten. Also Leute haben so einen Arsch auf. Eine Achtjährige. Die weiß ja nicht mal, wo wir wechseln. Mattel präsentiert Barbie so mit Kopftuch. Ja, nice! Was zum Teufel? Your ghost has limited power. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Facebook ist geil. Ohne Witz. Beste Meldungen im Facebook. Wir haben cool. Ich kauf mir so eine Barbie. Die kommen alle links. Wollt's noch gesagt haben. Was heißt das für mich? Ding? Nein, die kommen mir entgegen. I'm so dead, man. Komm, das ist easy. Wieso spielen die Gegner immer so, wie ich gerne spiele? Ja, ich hab zu denen. Den falschen Team. Five lives left. Rush. Give him hard. Und das. Unter euch. Und hinter dir, Easy. Der ist noch da, wo ich war. Der andere. Der ist noch immer. Aber einer ist an der Power Armor, der ist links jetzt zu dir gegangen. Gibt leider keine Nade für den. Da kommt was gefliegt! Ist da noch immer einer drin? Ja. Heim aufs Mal! Ja, wie eine Minute. Unten drin einer. Enemy Team is out of lives. Topple them. 30 seconds. Slay your enemy and they stay dead. Go stop it. Oh, der ist so low, man. Oh, da kommen zwei. 10 seconds. Oh, Ammo. One opponent standing. Der ist auch drin. Victory is yours this round. Sachen, die ich nicht mag, diese Map. Round start. The lead is yours. Ich weiß es nicht. Ich hasse die Pest. Stinkt nach Pippi. Beste Map, oder? Ja, für dich. Das ist nicht zu schwer, die zu spielen. Wenn du da so einen ollen Camper Kummer hast. Five lives left. Der campt da schön. Ola! Yo. Ola. Gummi! Kennst du Ola Gummi? Der ist hinter dir, easy. Da kommt uns einer. Power immer. Ich schieß drauf. Er ist low. Nice. Den gibt auch. Und den auch. Ich hab leider keine Muni. Zweimal geschossen. Du hast keine Muni. Keine Muni. Bin einmal web. Keine Muni. Da hat kein Schild mehr. Hinter bin hinter Pille. Ghoul. Hinter Pille. Ja, der andere ist natürlich da am Pillen. Ja, es sind am Pillen. Da sind zwei Stück direkt. Ja. Jo. Der ist noch immer hinterm Pillen. Ist das so ein Pillen? Warte, muss mal durchladen. Ich hab keine Mumie mehr. Keine Mumie! Wir sind immer noch da, ey. Ja. Einer könnte gleich von hinten kommen. Tot. 30 seconds. Dann ist was tot. Jo, I know. Wir müssen einen killen, ja. I need a hunter like you with the red jack. Zweimal getroffen. Together as one. I love it. No lives left for your enemy. Destroy them. 11 Sekunden müssen wir eigentlich mal aushalten. Das ist ein Thema, 11 Sekunden. Keine Mumie. You'll outlive us all.
Ach lol. Ich hab mal Glück gehabt, weil der noch nicht respawned ist. In dem Moment, der war zwar tot, ist aber nicht respawned. Lol lol lol. You have a lead. You have a lead, my friends. We have a lead. Ja, moi. Kleine Mumie. Boah, du bist auch so eine Mumie, ey. Ich kann das nicht mehr. Ich darf nicht mehr. Der springt da rein, der Affe, ey. So geil. Das sind alle low. Der letzte. Ja, gut. Kann ich das denn nicht ändern? Die alle da drin oder was? Ja, ja, alle drin. Keine Mumie! Boah, ey. Die sind wieder full life, oder? Warum muss ich ja, gut. Ach oh Gott. Der hat Granaten. Jetzt. Der ist sicher bei mir. Der hat echt was. Weg, 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 weg! Wo, 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 wo? Linke Seite ist da mit drin. Ja. Hinter uns ey, ist was? Wie der campt! Wo da unten drin? Leck mich doch. Das Vikings. Viel. Keine Mumie. Die kommen jetzt zu euch. Ja, euch ist gut. Alleine. Ja, Hex war noch am Leben, hat sich das gesehen. 1 minute left. Die waren alle low. Geht's ja, so außer gut? Der eine. Da rein nochmal das Hand zu gut. Ich muss einfach reinschauen. Ja, mich kriegt er noch. Hat kein Schild mehr. Supercharged. Ich kann es ulten. Das sind zwei Stücke noch Power. Ja, natürlich. Natürlich. Ah! Mann! Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Der Ghost da wird keine Deckung gegeben und springt dann rein und verlässt. Ich hab sein Ulti. Ja. Das schaffe ich nicht, die kleinen Tricks-Wichser. Jetzt kommt der gleich bestimmt noch mit uns schon. Ne, ihr könnt es eh mitmachen. Was? Tiebreaker active. You have one last shot at survival. Beide stehen drauf. Ja. Beide stehen drauf. Ja. Man muss jetzt Gas geben, gell? The enemy has taken the tiebreaker. Das, du bist so unfähig, oder? Ja. Ich kann auch gehen. Keine Flames, Digga. Ich hasse diese Map. Die keine so Ausreden scheiße. Jetzt, es ist mir so scheißegal, ob du die magst oder nicht. Ich hasse das anstrengend jetzt, druck's jetzt dann! Komm! Die kommen von rechts, schieß jetzt! Leck mir mal schon. Ich hab die meinst du ernst? Der eine ist am Finger. Was? Ach, ja, Ulti. Stehen alle in der Power? Die kämpfen jetzt auch noch. Mhm. Sogar auch. Dann zieh dich mal zurück. Ja, klar. Hm. Und Ghost David rennt natürlich rein. Okay. Natürlich macht er das. Der hab ich verschossen. Ja, das ist GG, oder? Oh Mann, ey. Ja, das sind kleine Dreckshuren. Ja, egal, egal, egal. Die ganze Zeit nicht aushalten. Wir sind viel zu aggressiv. Sammeln. Wir müssen zum Ghost David jetzt hin. Ach komm, dieser Affenarsch, ganz ehrlich. Hätte er noch eine gehabt. Won the round. Bitte anstrengend jetzt. Kein Bock gegen die zu losen. Ich hasse die. You're evenly matched, but one team must fall. Alle da. Ich höre von hier, wie er drüben da nach oben springt. Wie bitte? Ihr seid beide gestorben an einer Granate. Ja, weil der Typ anscheinend die zu mir gebracht hat. Power Armor liegt. Spiel Mieder, sagen die Leute. Spiel Mieder, Mann. Spiel Mieder. Merk schon. Direkt ja, an der Power Armor.
Ja, einer ist hinten auf dem offenen Teil. Er ist low. Spiel Mieder, sagen die Leute. Spiel Mieder. Er hat einen Live hinten, habt ihr cool. Ein Hit. Einer ist da hinten. Noch einer hinten. Der spawnt hinter mir. Hinter mir. Cool, komm. Wer immer da gerade hinter mir war. Hinter dir ist Hex. Wir sind zwei Leute. I love it. Nur noch einer. Three lives left. Ich hätte warten sollen. Der Ghost ist mal wieder einfach nur reingerannt. Der ist, die sind in dem Gebäude bei der Power Ammo. Und ich renn hinterher. Bei der Power Ammo, okay. One opponent standing. Opposing team annihilated. Spiel Mieder, sagen die Leute. Spiel Mieder. Spiel Mieder. Beste Waffe. Spiel Mieder. Los, Spiel Mieder. Du sagst Spiel Mieder. You have them where you want them. Finish this. Spiel Mieder. So. Nein, Ghost David, nicht davor. Kommt doch nur Rockets. Nein, du verreckst doch eh gleich wieder. Ach Gott. Spiel Mieder, sagen die Leute. Five lives left. Kommt einer rein? Hast du ihn? Gut. Der wartet noch draußen. Spiel Mieder. Der ist noch links. Track. Zwei Stück, der eine geht ganz hinten rum, der andere ist im Haus rum. Spiel Mieder, sagen die Leute. Spiel Mieder. Na, es hat sich die Bauern. Genau da lad ich Idiot nach, Alter. Es ist so dumm. Oh Gott. Oh, Alter. Das ist Waffe richtig. Was schrullt denn ihr da rum? Ey, Gehörsturz. Das ist ein Kopf an Kopf, Alter. Zwei ja, die gehen jetzt zu dem Gebäude, wo wir gespawnt sind. Hat dann eine Power Armor dran. Die kommen jetzt von. Nein, ja, der andere steht da auch noch drin. Lass mich rein! Wer das? Der ist noch da. Der hat eine Mauer gestellt. Ach ja, genau, ey. 30 Sekunden. Der ist low. This is the end. No ja, da ist ein Heilfeld jetzt auch irgendwie. Destroy. Der ist noch da. No lives left for anyone. Bin links von dir, komm zu mir, wenn du musst. Benutzt euer Holz. Scheiß Peer-to-Peer. Cool. Ja. Warst du nicht derjenige, der auch mit ein bisschen D3 Season machen wollte? Nee. Wer spielt D3? Ich weiß durchaus, Leute. Sean macht das doch, oder? Der ist aber nicht cool. Ich finde auch, dass Sean nicht cool ist. Ja, kein Wunder, der spielt wahrscheinlich aus Softcore. Ich meinte die Person cool, aber ihr habt das natürlich anders interpretiert. Ja, ich meine das auch so, ich bin da ganz deiner Meinung. Aber der ist auch nicht da. Der war doch nicht cool. Nee, der ist in der Meeting. Was ist denn eigentlich jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich gerade aktuell los hier im Clan? Ey? Irgendwie war zwar zu erwarten, aber irgendwie ist es doch ein bisschen extremst. Tot? So was Toderhose betrifft. Ja, die Leute kommen nur, wenn Dingens da ist, wenn Ben da ist. Nee, auch dann nicht, weil ich habe mich mit ihm gestern oder vorgestern unterhalten. Mhm. Und es sieht dann wohl jetzt mittlerweile so aus, dass wir nur noch zwei oder genug Leute haben werden für zwei Raid-Teams, aber die relativ dynamisch dann sein werden. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass wir 15 aktive Leute haben, weil zum Beispiel wie bei mir, ich bin eigentlich sehr aktiv, ich hatte jetzt aber die letzten Tage so viel leider zu tun. Ja, es ist im Endeffekt ein Notfall,
cool, weil es Bescheid ist, es ist privat, aber egal. Ja, wurscht. Ich will es auch wissen. Nee, aber ich will aber nur sagen. Jetzt wissen. Nein, ja. nein, gib nix, Izzy. Zu spät. Du kannst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. So ist es. Ja, im Endeffekt geht es nur darum, 15 aktive Leute. Erzähl mal es dann noch einmal, bitte. Ja, nee. 15 aktive Leute und dann wird man schon zusammenkommen. Weil momentan haben wir das Problem gehabt, dass bei den meisten Leuten Destiny 2 halt nicht das Hauptspiel ist. Oder die Leute natürlich auch irgendwie was nebenbei machen müssen. Ja, zum Beispiel arbeiten, was vollkommen okay ist. Aber wenn dann Destiny nicht so das Game ist, was man zocken will, ja, dann sind die Leute halt irgendwie fehl am Platz. Das Ding ist auch, es gibt aktuell nicht viele Möglichkeiten, die du in Destiny 2 hast. Die Varianten sind nicht wirklich gut gespreadet. Du hast halt nur ein paar bestimmte Sachen, die dir auch nur, was weiß ich, den im Prinzip einmal durchziehst, vielleicht zweimal, wenn du noch den Prestige rein hast, dann hast du den Raid, dann hast du ein bisschen PvP, du hast die drei Strikes und ein bisschen XP sammeln für die Woche. Ja, so. Aber du hast im Endeffekt auch die Möglichkeit für drei Heroes. Ne? Ja, da, ja. Also wow. Ich sag mal, wenn du es richtig hardcore spielst, dann hast du es an einem Tag durch. Nee, aber ich meine, wenn du es richtig hardcore spielst, naja gut, aber gerade so die Raids und so weiter, hast du eigentlich nicht durch. Ich würde sagen, pro Hero für alles Non-Raid geht schon mal einen Tag drauf, wenn du wirklich alles machen willst. Und ja, also es sind schon mal drei Tage und dann auch der Raid, sag ich mal, auch noch zwei Tage, wenn du bei drei Charakteren jeweils einen Raid machst und ein Prestige. Du brauchst keine drei Tage, um alles zu machen. Aber Koordination, Leute und so weiter, weil man kann ja leider kein Raid machen. Ich wollte Montag Raid machen und keiner war da. Ich war Montag zum Beispiel, ich habe zu Montag in Dings reingeguckt, so im Discord, da war großartig keine da, dann bin ich auch wieder raus gewesen. Das macht ja nichts. Ich hab nicht also es sollte kein, es sollte jetzt nicht, es sollte nicht nach Vorwurf klingen. Nee, das, ich sag ja nur, wie ich es jetzt gesehen habe. So, ich habe halt mehrmals reingeguckt und nie was gesehen und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, okay, fuck it, dann spiele ich halt heute weiter Diablo 3 Season. Jo. Ne, und habe halt jetzt von Freitag bis heute mehr oder minder Diablo 3 Season gespielt. Ab und zu mal halt hier im Discord reingeschaut. Und das war's dann. Jetzt, Aber wie gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn war tatsächlich so die Quintessenz, dass man versuchen sollte, halt aktive Leute am Start zu haben. Und dann werden wir keine Probleme haben, denke ich. Mhm. Tobi fragt halt aus dem Chat, warum ich nicht nach Erfurt komme, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel zu tun habe. Es besteht noch die Chance, Tobi. Ich will's nicht. Ach so, du bist am Stream, oder was? Genau, ja. Ah. Also ich will jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass ich in Erfurt bin, aber die Chancen sind jetzt nicht so hoch. Mal sehen. Es ist ja auch nicht so weit weg. Ich glaube, von Berlin nach Erfurt 2 Stunden oder so. Mal kurz gucken. Ach doch, 3 Stunden. Gar nicht so nah. Mit dem Zug. Fuck. Gott. Oh, scheiße, ey. Ich müsste eigentlich meinen Charakter mal bei meinem Charakter den Greater Rift weitermachen. Um zu gucken, ob ich diese 70er knacken kann. Hardcore oder wie? Ja. Ich habe gestern mich ein bisschen angetestet und habe bis Greater Rift 60 gemacht. Das ging eigentlich ganz gut.
Ich habe bloß langsam gemerkt, dass der Schaden irgendwie ein bisschen langsam niedriger wird. Weil stellenweise, das liegt aber auch stellenweise daran, ich bin halt ein Neko, der auf dem solchen Set baut. Das heißt, ich habe auch diese... Das Einzige, was ich zu Diablo sagen kann, ich habe einen Talrasha-Magier mal gebaut und das war's. Ach, Talrasha-Magier geht immer noch. Talrasha-Magier geht immer noch sehr gut, da spielen viele mit. Sag, was macht denn der Easy? Ist der Kacken oder was? Ihr müsstet eh noch warten, wenn ihr mich mitnehmen wollt, weil ich bin immer noch am Login. Immerhin ja, man hätte ja mittlerweile noch eine Runde machen können. Ich bin wieder da. Ich bin gleich fertig. Das dauert gerade echt nur noch vielleicht noch eine Minute. Ist da ein Timer dran? Nee, aber ich kann es abschätzen. Ich habe da oft genug zugeschaut, leider. Wie lange dauert so ein PvP-Match? Auch nicht länger als 10 Minuten, oder? Haha. Oder? Ich bin gleich da. Was? Wo bist du? Ich bin der lädt immer da. Noch. Ja, ich bin ich? Aber ich bin Phase 3, das heißt, ich bin gleich da. Ich scheiß schneller als dein Internet lädt, Alter. Was ich hab das? Eine 100 Mbit-Leitung. Please. Ja, mein Arschloch hat 200 Mbit. Merke ich. Hast du es gemessen? Da hat sich ein Ladekabel reingesteckt. So, ich hol mir Kaffee. Ich kann schneller scheißen, als er das Game starten kann. Das ist so. Ich will jetzt nicht verraten, dass ich schon vorhin angefangen habe, es zu starten, aber. Ja, du kannst schneller scheißen, als ich das ins Spiel starten kann. Ah, jetzt bin ich da. Fireteam voll. Achso, falsches Fireteam. Ups. Tatsache, da ist er ja. Unglaublich. Ja! Gogo. Gogo. Hat ja nur 3 Stunden gedauert. Easy, Gogo. Ist jeder da? Ja. Cool auch? Nö. Dann hast du recht. Go. Männen. Alle schauen sie Männen. Ich habe einen Red Bull. Prost. Kiwi gut. Apfel. Super. Kiwi toll. Apfel. Kiwi Apfel. Bist du dir sicher? Ja. Ich trinke nur exotisches Red Bull. Kiwi-Apfel, Zwetschge-Zimtnelke. Das taugt, oder was? Das ist super. Also wir werden auf jeden Fall gegen zwei Zweier-Teams spielen.
So wie es geladen hat. Ja. Hast du eigentlich coole Emotes drin bei dir? Noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wo ich gute herbekomme. Ich bin für Geheimtipps offen. Was für Emotes? Für einen Sub. Twitch. Twitch. Mach dich selbst im Nachthemd. Oh yeah. Das ist ein Unterhemd, Junge. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Unterhemd. Ein Wifebeater. Das nennt man heutzutage Muskelshirt. Ach so. Das fehlen aber die Muckis. Oh ja, ich spür sie schon. Oh ja. Oh, das ist so ekelhaft, Alter. Und jetzt kommt doch dabei zu dieser Stimme, ne? Kommt doch das, dass er hingeht und dann hier so mit dem Finger an den Nippel rumspielt. Oh jo. Ja. Geht grad nicht. Ich muss an der Maus mit dem langen Kabel schlägen. Mein Gott, ich sehe keine Sau. Da wurde sie gestorben. Hast du denn rechts bekommen? Nee. Bei der Power Armor ist der. Ja, der schießt durch die Wand! Lives left. Er auch nur, weil du unsichtbar bist, trifft man nicht mehr. Scheiße, was haben wir durchgelaufen? Ja, der ist an der Power Armor. Die kommen jetzt. Hab ihn. Excellent. Enemy team has no reserves left. Finish them. Wir spawnen alle nochmal. Ist das eine Sekunde ja sagen können? Sekunde. 30 seconds. Slay your enemy. Lange ist einer. Stay dead. Zwei. Ja, sonst geht's ja noch gut. Einer ist low. Falsche Richtung. Egal. Oh, cool, das sind zwei, hau ab. Ja, ich war. Oh. Da kommen zwei. Opponent standing. This round is yours. Ich habe dich von innen gedeckt. Das ist ein bisschen schwul, ne? Ja, nur für dich. Start. You're in the lead. Danke. Nur für dich, mein Schnuckelhäschen. Five lives left. What? Oh, wow. Ja, die sind beide rechts drin, Hex. Ja. Ich komm, jetzt vor. Man da rechts aufstehen. GG. Wow, der eine mit seiner Minigun, ey. Muss man mit? Frack war tot und ich war dann auch tot, weil ich nicht wusste, von wo Frack erschien. Schöne Power Armor. Information ist alles. Oh oh. Da? Ah, shit. Oh. Okay, das ballert. Rechts einer? One minute. You're ahead on live. Cry nicht so weit, Franken. Ja. Na, Power Armor noch. Enemy team has no reserves left. Oh oh. Finish them. Either team has lives left. Show no mercy. Ja, GG. Been knocked out. Was ist denn? Ja, zwei Schuss und. Ja, klar. Die sind zu dritt, Leute. End this. Bitte jetzt keine Lächerlichkeiten. Ja, machst du tot? Ja. Die kommen jetzt links von dir, Hex. Der andere kommt von der anderen Seite. 10 seconds. Paramo liegt. Tiebreaker active. You have one last shot at survival.
Ist links hinter dir. Weil ich da auch nachladen muss. Aber ja auch. Und lol. Touch the bullets! Ja, touch the bullets! Und er wastet noch die Granate. Geiler Dude, ey. Er hat echt noch seine Granate gewastet. Für nichts. Es war schon verloren. The lead is yours. Ist das geil? Hier waren die. Alles klar. Vielleicht sind. Ja, das waren wir schon. Das hab ich noch. Das ist kein Schaden. Hinter dir, Cry, links. Ein paar Ammo gleich. Ich bin hinter dir, Hex. Rechts geht wieder einer rum. Achtung, der ist rein, rechts. Ist sie? Was geht denn, ey? Der trifft mich immer zweimal, ich bin tot. Ich schieße ihn zweimal an, es kommt gerade Schaden an. Ich verbuch das gerade als mein Bruder. Ja, nochmal so einer. Wie können die denn mit so viel Damage mit den. Der ist ja noch dahinter. Richtig, das meine ich ja. Die machen zwei unglaublich Stück. Schaden mit dem Ding. Oh, da alle drei sind da. Alle drei sind da, Hex. Nein! Ich hab meine Ult nicht rausbekommen. Power Armor steht. Ah, Scheiße. Nee, das nicht spät. Langer Gang rechts. Ja, kann ich jetzt der nicht. Der ist an der Power, der ist an der Power. Ich bin davon gekommen. Mit Invis. Boah, die sind alle so low, ne? Der andere kommt flank. 30 seconds. Win or lose, this is the end. Der ist an. Der geht über den Tiebreaker. Okay, jetzt einfach nicht mehr sterben. Was? Was? Ey, da ist doch was faul mit dem Ping. Kannst du mich da nicht. Der hat uns geultet. Ich brauch da nicht. Der hat auf dich geultet. Ich war hinter ihm. Ja, du wirst ja auch markiert. Du warst da super close. Ja, aber trotzdem. Ja, schon wieder. Nightstalker Ulti hat einen großen Reichweite. Das war jetzt wieder sehr interessant. Oh, die sind genau auf dem Tiebreaker. Der andere ist links vom Tiebreaker. Nein! Der ist immer noch da. Das gibt's doch nicht. Hab ihn. Ich wollte gerade Dingens wegblinken. Ob man heute, Mann. Also ganz sauber scheinen die mir nicht zu sein, aber der andere. Wenn du im Schatten stehst, bist du mitmarkiert. Du bekommst halt so viel Damage. Da reicht ein normaler Melee-Hit. Und ich hab den Aufladen-Hit bekommen. Ich bin zur gleichen Zeit gestorben wie du. Das ist das Ding. Ja! Keine Ahnung. Vielleicht war es auch da eh Schaden von mir, dass der ausreicht. Oh, die sind beide so low gewesen, ne? Okay. Jump wieder. Ja, das ist, die sind, kennt man da Power Armor. Die wollen unbedingt diese Power Armor. Bin an der Power. Bin halt da. Wo seid ihr? Ich hab Power. Da waren zwei in der Power Ammo und ihr seid nicht die Leute, ne? Wisst ihr selber. Ja, wir haben die Power Ammo. Wir haben ja, Power-Ammo. Klar. Aber ich hatte doch geultet. Ja, wir haben die doch gekillt. Schläfst du? Sind dann alle tot, die da waren. Hier hinter uns. One minute. You're ahead on line. Hab ihn. Oh, ist noch einer. Ja, mich kriegt er natürlich. Der ist unsichtbar. Hat keinen, der geht weg. Ist das ein kleines Arschloch? Ja, der hat Full AP. Power Ammo. Der ist immer noch an der Power. Direkt hinter dem. All I ask is that you survive. Lol. Was ist das denn passiert, ey? Links einer. Ich hab gesehen. Links von dir. Enemy team is out of life. Topple them. Hab's so. 10 seconds.
One opponent standing. The numbers favored you. This match is yours. Das war wieder notwendig, das Angebot. You looked death in his beady eyes and you spat in them. Ja, I heard about that, Oppenheimer. You fiend. Tja, Frey kommt online und stiehlt mir alle Zuschauer. Das geht ja gar nicht, oder? Das geht gar nicht. Ich dachte, das geht easy. Ich werde auch jetzt. Ich werde mein BH anziehen und Luftballone reingeben, eine Perücke aufsetzen, einen Ausschnitt anziehen. Hm. Du musst aber dann noch wesentlich weiblicher reden. Dann nenne ich mich Easy Befax in. Mhm. Easy the Hexer. Und Cool nennt sich Cool in. Cool all in. Cool in. Cool wie in. Oh, wow. Die ganze Zeit habe ich keinen besseren Teufel gekriegt. Ne? Jetzt schmeißen die mir alles hinterher. Ah. Oh Gott. Wie soll man... Ich hasse diese Stelle. Na komm schon. Alles gut. Ich weiß nicht, was du machst. Probierst du zum Scheißen? Soll ich dir Tipps geben, oder? Nein, ich bin gerade im Black Desert Online am Zocken und ich bin gerade im neuen Gebiet. Also ist wie Kacken. Ja, im Prinzip so. Oh, tut ja weh. Na, das hab ich irgendwann. WoW auch immer. Lass ein Gold hängen im Westfall. Amala. Ich kann mich halbwegs angeschießen, wo ich das gesehen habe. Der Easy ist immer so grob, egal was er macht. Werner trifft in Deutschland. Für Easy ist einfach alles scheiße. Also die Frauen stehen drauf. Keine Ahnung. Ja. Puh. Ich rauch zu viel. Muss ja mehr trinken. Mein Apfel-Zimt-Karamell-Getränk ist auch leer. Oh, wie abartig, ey. Super unnötig, Alter. Du musst dich einkaufen. Bomben legen. Yay. Oder nee. Lass nichts machen, lass nur Power Armor holen und dann verstecken. Ja. Lass alle geduckt laufen. Ja. Wo willst du denn hin? Marke, oder? Das sind wieder dieselben von vorhin. Hm, die nice. Cheater. Das sind drei Leute. Süße. Gut, easy. Vincent. Ja, die Kreuzfeuer. Schön. Keiner, drei ey, Leute typ, noch da und keiner guckt nach rechts, ey. Der Typ ist mir das, nicht ganz das war echt krass fail, ich hoffe, das wisst ihr. Ja. All teammates down. Dann guckt so rechts. Ach, der Koi wieder. Oder du nimmst eine Mida, dann passt. Einfach, ja, einfach der Letzte im Bleed nach rechts gucken. Ist doch logisch. Einfach eine Mida spielen. Wieder? Die Market. Ja, ich bin in der Mitte so ein bisschen. Die kommen aber auch Market. Ja, ja. Nehmt alles ab. Einer Mitte. Die geht legen links. Einer links. Zwei Market. Ja, der eine ist ganz rechts am Market. Aber einen rechts down. Mehr. Oh, Power Ammo. Ja. Ja, ich bin down. Das ist ja schon.
Ja, sonst, Ach, komm, ey. Klar, Granate. Ey, schon wieder. Tut mir leid, also da ist irgendwas... Auto-Aim. Naja, man kann ihn nicht kaputt machen, den Typen. Das ist das Problem. Nee, der schießt... Jeder Schuss ist ein Treffer. Der schießt sich daneben. Und das auf einer Entfernung mit einem Revolver. Wie kann man eigentlich im Spiel recorden? Ah. Ja, der muss nichts Illegales anhaben, du musst ja nur einen Controller angesprochen. Dann hast du Auto-Aim dran. Wenn du einen Controller angeschlossen hast, oder? Ja. Und dann mit einem Adapter was mit Maus spielen. Nee, nicht mit. Nein, du brauchst ihn nur anschießen überhaupt. Die haben nicht? Dreimal geretzt, Alter. Obwohl ich nur noch allein im Leben war. Wie geht das? Wollte mich dann halt. Wollte gerade sagen, Alter. Der kommt schon von links. Geht legen, ja. Charge is set. Protect it. Bin tot. Zwei da, zwei bei The Stairs, die resen auch gleich. Rechts. Er kommt mit einer Nade ums Eck. Ja. Again. Tut mir leid, ey. Ist mir nicht geheuer. Gar nicht. Der Striker Ash oder wie? Nee, der andere, der. Kirill. Der hat auch gerade gegen uns gespielt und ganz eigenartig getroffen. Also, der hat nur getroffen, sagen wir mal so. Ja, die sind hier schon. Ah, Decken zu zweit. Ist oben. Ja, hat mich natürlich gekriegt. Ja, genau, Alter. So lächerlich. Ich treffe ihn wieder und er nimmt keinen Schaden. Der killt dich und macht einen 180 und killt mich mit zwei Shots. Ja, er nimmt einfach keinen Schaden. Ich habe ihn zweimal getroffen. Dann dreht er sich einmal zu mir und ich bin sofort tot. Echt nice. Tolles Game. Der hat was an, Alter. Wie denn? Einer links, einer rechts. Komm schon hinter uns. Ja. Ich bin dem gehext. Geh nicht hin. Guardian down. Bin hinter cool. One foe remains. Ein paar Armor. Hinter mir ist einer. Einfach schnell legen, weil die wollen resen. Ja, leg. Ach, nice. Comeback is real jetzt. Defend those charges. The hour is yours. Einer links. Bin hinter easy. Ja, die legen schon. Hoffe. Schnell warte. Warum schaust du mit mir die ganze Zeit mit? Enemy charge is set. Defuse it before it blows. Your team has been neutralized. Wenn wir kommen, in Kirill, oder wie? Don't let this be the end. Wenn du von dem schon zwei Schüsse hörst oder siehst, dann ist schon vorbei. Ist schon instant down. Links einer, rechts zwei. Einer kommt Connector. Der ist links von euch. Mitte. Der ist natürlich direkt durchgegangen. Oh, über dir! Komm auf der Brücke! Power Ammo!
Einen da. Oh, Scheiße. Ja, schon wieder! Verarsch mich doch, Junge! Vier Schüsse, er nimmt keinen Schaden. Das stimmt was nicht. Das ist irgendeine Ping-Scheiße, ganz ehrlich. Ich hab's voll auf Stream. Das ist nicht normal. Der andere kommt da, der ist ganz so links von dir, Hex. Der andere kommt hinter jetzt dir. Von meiner Seite aus. Von links? Was? Was? Die schießen mit der Rocket in die Fresse. Er stirbt nicht, der kann mich noch ulten. Der ist der hat Ulti angemacht, der kriegt der reduzierten Schaden. Hast ihn trotzdem gekillt. Ja, aber er hat's ja, der hat das so gemacht, lächerlich. Vier Schüsse aus der Knarre und nur einer trifft. Das kann nicht sein. Rechts zwei, einer schon ganz nahe, rechts ja, ganz drei. Ganz rechts an dem. Oh ja, wieder einmal. Die sind beide low. Der andere geht zur Power Ammo, der steht an der Power Ammo. Der andere, zwei Stück sind auf dem Spot. Der andere kommt Hex jetzt jagen. Show your enemy what a real enemy has set a charge. Defuse it. Wie bitte? Wie bitte? Der ist hinter dem Wagen. Geht ins Haus. Ja. Wir sind links auf der Straße, gehen jetzt. Kannst mich nicht wiederbeleben. Das ist kein getroffen. Der eine ist nach links, der andere ist rechts. Der eine ist bei meiner Leiche, der geht gerade bei dir rechts rum. Der geht wieder zu meiner Leiche. Okay, ich geh rechts rum. Oh, der steht, der ist hinter direkt davor. Der ist hinter die Hex, Vorsicht. Was soll ich machen? Also ganz ehrlich, das ist nicht normal. Bei mir hat er jetzt auch, nachdem ich den getötet habe, hat er noch eine Granate geworfen. Ich rede von diesem Kroi die ganze Zeit. Ne? Ja, der ist auch komisch, aber Kirill genauso. Der Kirill ist schlimmer. Du kannst es so vergessen. Ich habe viermal genau auf ihn geschossen und nur einmal ist seine Rüstung beschädigt worden. Wie kannst du ihn dann reporten? Ach, jetzt kann ich. Drück U, das ist sogar auf Video jetzt, ey. Das ist so ein Witz. Ich glaube, das hat mit diesem Code zu tun. Kirill impliziert ja, dass der irgendwie aus Russland kommt oder so. Weißt du meinst Netcode-Geschichten oder wie? Ja. Ja, das sowieso. Also das hast du bei dem Kohi so. Also du tötest den Kohi und der macht trotzdem noch seine Granate und sowas, kommt dann in dem Moment aus seiner Leiche raus. Bei einem anständigen Netcode kann es beispielsweise nicht sein, dass sich zwei Leute gleichzeitig Melee killen. Das geht bei einem anständigen Netcode einfach nicht. Im Endeffekt nicht, aber gut. Aber trotzdem habe ich schon oft genug diese Melee-Double-Kills gehabt. Also, ja, das habe ich auch schon einige Male gehabt. Wo ich mir denke, hey, ich war definitiv vor dem dran, ne? Hab schon links die Animation gemacht, dann hätte er ja eigentlich schon tot sein müssen. Ne? Was ist, er kriegt trotzdem noch auch sein Melee durch und killt mich auch so. Ja, generell, ne? Auch, dass du dich so easy gegenseitig erschießen kannst. Du tötest ihn schon und dann in dem Moment registriert er noch einen Schuss, obwohl der schon so eine halbe Sekunde tot war. Ja. So sehe ich. Ja, und gerade bei Waffen, wo eigentlich staggern, ne? Also wo Stagger-Effekt haben. So Mida zum Beispiel. Mida hat einen Stagger-Effekt. Ja. Irgendwie im PvP. Na. Als wäre deswegen gar nicht vorhanden. Dann denkst du nur so, ja, nee, ist klar. Das war jetzt trotzdem sehr interessant. Also der Kirill, der war ja schon vorher und jetzt. Danke mir. Danke für den Host, Hero Marine. Easy, startest du? Ich warte. Achso. PUBG, 100.000 Cheater am Wochenende gebannt. What? Am Wochenende? Ja. Okay. Ist dir das schon raus? Wer ist raus? Ich hab heute auch eine Runde Fortnite gemacht. Ich komme in das Game startet. Irgendwer hat einen Namen gehabt mit 100.000 Zahlen, ja?
Also waren 8 Zahlen, aber da hat gehabt einen Namen stehen. Und dann ist gleich gekommen, wurde vom Bannhammer erwischt. Gerade 30 Sekunden ist das Game gelaufen, instant gebannt. Richtig geil. Gut, aber es ist natürlich auch schwierig bei so einem Free-to-Play-Game, ne? Kannst du dir im Endeffekt unendlich erhauen? PUBG ist nicht Free-to-Play. Fortnite. Nee, nee. Fortnite kostet doch, so viel ich weiß. Nee, Fortnite nicht mehr. Der Royal nicht. PUBG kostet ein 20 oder so oder 30 Euro. Das verstehe ich eh nicht, warum die das Free-to-Play machen, ganz ehrlich nicht. Was, Fortnite? Hast du gesehen, wie sich Fortnite verkauft hat? Am Anfang nicht gut, aber mittlerweile mit dem Battle Royale läuft's doch. Eigentlich ja, war Fortnite das, sowieso läuft ja nur mit dem Battle Royale, weil es umsonst ist. Es gab ja dann große Diskussionen, weil ja tatsächlich Bluehole, die Entwickler von PUBG, extra bei Epic, wie heißt das Studio? Epic Games. Epic Games, ja, danke. Wegen der Unreal Engine angefragt haben, weil die Unreal Engine war nur auf, glaube ich, 32 Spieler ausgelegt, dass sie das extra auf 100 Spieler erweitern. Und dann kommt Epic Games und sagt, ja, wir haben jetzt die Engine auf 100 Spieler erweitert, wir machen auch ein Spiel, das auf 100 Spieler ausgelegt ist. Also ja, gut. Ja, Fortnite war das Problem, dass du auch 30 Euro für eine Alpha zahlen musstest, ne? Nicht für eine Alpha, sondern Alpha. War garbage. Whatever. Das nennt man einfach Early Access. Oh, jetzt Fortnite haben wir wieder einfach PUBG. PUBG ist ein Scheiß. Kohi ist wieder am Gegnerteam. Fortnite macht mehr Bock. Ja, wirklich? Ja. Hinter uns kommt es schon. Hinter uns. Ja, ich kill den mal vor mir, oder? Aber eins, das kannst du. Power Ammo. Gleich. Oben in. Für Power Ammo. Der ist oben sowas von da. Und. Typisch. Hat jemand die Power Ammo? Ja, Koi, Mann. Warum schon wieder, Mann? Ja, hab ich doch gesagt, der Koi. Ja, genau. Ein Hit abbekommen. Scheiße. Schon wieder. Leckt's wieder am Arsch. Das ist ja der Oberrotz-Netcode hier. Wahnsinn. Ach Gott, diese. Der Kori ist jetzt auf der anderen Seite des Tunnels bei euch. Der geht jetzt hoch zu dir, Cry. Der steht auf der, genau auf der anderen Seite, da wo ich gestorben bin. Da ist auch noch einer direkt an meiner Leiche. Ich war gerade bei dem Russen, oder? Ah, da waren zwei. Ja, blink mich in den Abgrund, GG. Lass du noch respawnen? Nicht gut. Sammeln. Ja, ich werd schon wieder gejagt über 5 Ecken. Komm zu uns. Hab den Wagen. Hab 2 Stück, ach, einer Mann, ist noch da. Ey, gib doch die Henne, ey, es ist so lecker. Der ist auf der Treppe. Der hat ein Schild gestellt. Active. Schon ganz gerne vorbeikommen, wenn du willst. Wäre schon gut, wenn ich irgendwie die Sachen bekomme. Oder du hast einen Scanner, dann scannst du die Sachen ein. Das wäre auch okay. Ja, wir können dich schon wieder gegen die Idioten verlieren. And crush them. Ist sie. Nee, Fragrim, du bist allein. Nein, doch nicht. Never mind. Tunnel. Einer hinter uns auf jeden Fall. In einem Tunnel. Ab den Tunnel. Einer ist hinter uns jetzt. Naja, also scannen geht nicht, Ben, aber zur Not. Ich brauch schon die Originale, aber jetzt okay, zur Not wäre erstmal so okay. Schön low. Da ist einer. Von meiner Leiche. Ja, Leute. Ja. 1 minute. You're ahead on lives. Frag, da kommt was auf mich zu. Ach komm, er hat mich in die scheiß Wall gestellt, ey. Ja!
No lives left for your enemy. Dieser Auto ist schon da nach rechts hinter und hinter dir. Ja, super. Halt jetzt an meiner. Die gehen in den Turm, einer runter, einer geht runter. Genau. 30 seconds. Slay your enemy and they stay dead. So. Ich guck Tunnel. Wir sind low im Tunnel. Bin hinter Cry. Der Koi ist oben links. Der Cry immer noch. Der ist links. So ein Killing. Hab ihn. Das gibt's nicht. Ich drücke ihn zweimal rein, er schießt einmal, ich bin tot. Vielleicht liegt es an meinen Waffen oder so, ich weiß es nicht. Mehr als treffen kann ich ja nicht. Was bist du denn? Ja, Better Devils und die Madden. Oh, Hex. Hinter mir her. Schieß den 100 mal in die Fresse, das interessiert ihn. Einer ist rechts, Hex. Einer links. Einer ohne Schild, einer Power Armor. Nope. Three lives left. Ach Gott. Genau. Cheater oder was? Tunnel mit Schwert. Geh mal nicht rein. 1 minute left. Ja, die haben mehr Leben als wir. Komm, es kann doch nicht sein. Der trifft mich mit jedem Schuss, Mann. No more lives on ja, your side. Verdammter Arschloch-Cheater, ey. Warum gibt's nur noch Cheater, Mann? Ja, Russa. Kommt hoch. Ja. Ich hab den gehauen, wurde nicht gezählt. Der ist hinter euch. Hex. You've got 30 seconds. Geh weg da. Die führen, müssen Cracks machen. Ist ja lustig. Ja, anscheinend sind wir gerade Russen gematcht. 10 seconds. Bin durch. Ich will Power Ammo. Da kommt noch einer. Ja, er hat Power Ammo. Alles klar, Raven. The enemy caught you on too many times. Ein fucking Kill. No. Fucking Kill. Your opponents have a lead. Destroy it. Hat nix mehr. Lass zusammenstehen. Robotics. Einer ist im Tunnel. Ich glaube, der ist schon. Hat Nein, doch nicht. Ja, viermal getroffen, er stirbt nicht. Flygun ist in einem Turm. In Tower. Rechts. Zweimal getroffen und es ist noch nicht mal seine Armor weg. Das ist nicht normal, Leute, ganz ehrlich. Da stimmt was nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, der ist vorbei. Geil. Hab ihn noch mit der Nate. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Der steht da, der hat ein Schild gestellt. Ihr müsst über die rechte Seite gehen. Hex. Only 1 minute left. You're out of life. Ja, genau. Fight on just the same. Ich treffe ihn dreimal mit der Handknarre. Er macht trotzdem noch ein Melee raus und ich verbrenne. Links kommt einer cool. Da alle ulten, Mann! No. Ich bin noch da. 30 seconds. Ja, laufen ging nicht. Ah, Expert! Ich bin über dir! Hinter euch. Er ist ja alleine. So.
Hinter dir, easy. Was soll ich tun, Mann? Weiß ich nicht. 10 Sekunden. Kill machen. Was enough. But it's not gegen Russen kannst du es schlecht killen. Wow. Gegen scheiß Cheater, meinst du? Ich reporte ihn auch erstmal wieder, ey. Das ist so ein unheimlich anstrengend. Nothing changes. Die haben ja irgendeinen Netcode scheiße gemacht. Push mit dir, Fragen. Der ist noch da. Komm an! Warum krieg ich den vierten nicht, Mann? Mann, da war. Pushen. Power Ammo. In 5. Er spielt das jetzt nicht. Ich deck nach links. Ich hab Ulti gemacht. Vorsicht. Hammer von Sol. Power Ammo. Hab sie. Ich geh Tunnel. Links ist einer. Down. Links ist einer. Ey, kannst du mir nichts erzählen? Ich schieße auf den, ich treff ihn und. Der ist ja wieder rechts weg. Ach, der Push-Tunnel, der geht Tunnel-Fragen. One minute left. The enemy is out of second chance. Er steht wie ein Baum. Ja. One opponent remains. Franz. T-Bag ihn. T-Bag ihn. Ist ein Tunnel drin. Ist er noch drin, ja. 30 seconds. Slay your enemy and they stay dead. Wenn wir jetzt nicht sterben. Opposing team wurden mir 2 angezeigt. Ich glaube, es sind 2. Ne? Ne, war noch einer. 2 angezeigt. Your enemy has match point. Nothing changed. Jo, schon. Einfach klingeln. Take them out. Ich bin gerade da oder was? Der kommt gleich vorbei und bringt was, ja. Ah. Lol, nee, never mind. Links zu links. Hinter euch. Sie haben angeschossen. Er hat keinen Schaden genommen. Oh. Im Tower. Das hat sich voll gemacht. Power-Armor. Ja, mich trifft er einmal. Ich bin wieder zweimal getroffen und er nimmt einfach keinen Schaden. Benutzt eure Ulti. Super, eure Ulti zu nutzen. Wir müssen das holen. Ich geh zu Cry. One minute left. Am Lord. Arsch! Am Arsch, Mann! Oh, bin bei der Power-Armo. No more lives on your side. Ja, natürlich. Hast du noch Respawn? Gibt noch Ulti. Sammeln bitte. Gut. Zeig's der Sau. Ja, klar. You've got 30 seconds. Der ist genau da mit den anderen um der Ecke. Vorsicht. Der kommt vor an der Power-Armo ist er jetzt. Kannst du vergessen. Dafür ist noch links. No lives left on either side. I'm on the edge of my Nein! Seat. Wo bleib ich? Ach, ich dachte, man kann da rum. Ja, Fact, die kommen jetzt von rechts. Ja, genau. Ein Schuss, 2 Melee und er überlebt und killt mich. Was ist denn das, Mann? Das kann Schuss und 2 Melee? Dürfte nochmal so nicht sein. Pass aber bei dem anderen. Ich habe einmal 4 Minis gebraucht. Ja. Und er war kein Warlock, er war ein Titan. Also von wegen Touch und Healing Shit irgendwie so. Ich raff es einfach nicht. Selbst wenn du Belastbarkeit 10 hast, hältst du keine 4 Minis aus. Absolut nicht. Da kannst du definitiv sagen, das geht nicht vielleicht direkt so. So, wir warten jetzt 2 Minuten. Ja, ich werde Segel streichen. Und ich muss kurz auf Ben warten. Der ist in 5 Minuten da. Geh mal halt kurz mal zum Traveler, okay? Also zum Turm. Ja, genau.
Ich gehe mal kurz hier aus der Group. World of Warcraft wird aktualisiert. Okay. Ja, ich sag dann jetzt erstmal gute Nacht und erstmal bis morgen, ne? Also. Du spielst WoW, ne? Jo. Ich spiele jetzt erstmal im Bett gehen. Aber das raff ich echt nicht an im Game. Wie kann das sein, dass Leute sowas überleben? Die ganze Zeit schon. Und dieser Koi hat einfach keinen Schaden genommen. Nicht ums Verrecken. Ich treffe ihn zweimal. Und er hat gerade mal 2/3 von seinem Shield weg. Ja. Ich treffe ihn 4-mal. Und ist gerade mal seine Health angekratzt. Wenn überhaupt. Mit der Handcannon auf Close to Mid Distance. Das ist doch nicht also normal. Selbst mit Belastbarkeit 10 kannst du nicht so viel aufhalten. Und er war ein Hunter. Ja, eben. Und er war auch noch ein Hunter. Also ich verstehe ja, das kommt. Ach, das ist noch besser. Ich war Hunter, er war Hunter. Oder ich schieße zweimal auf ihn. Und er hatte kein Shield mehr, ich schieße zweimal auf ihn. Er nimmt fast keinen Schaden. Er dreht sich um, snap aimt auf mich, schießt mich einmal an, ich bin tot. Also ich war auch schon angeschlagen, ich hatte auch keine Armor mehr, kein Shield mehr. Aber trotzdem, es ist so weird, Mann. Du bist jetzt wieder weg, Klaus, oder was? Nee, ich mach nur den Ben jetzt gleich auf, nehme was entgegen und dann bin ich wieder am Start. Warte mal kurz. Swift out there, Hunter. Let nothing hold you back. Yo. Tell me, how do the front lines fare? What I wouldn't give to fight again. Der sollte so in 5 Minuten ungefähr hier sein. Der war irgendwie busy ganzen Abend. Gleich die aussehen. Bin mal kurz auf dem Klo. Komm gleich wieder.
Aber da gibt es doch mit Sicherheit irgendein Video, oder? Über diesen Netcode von Destiny. Oder wieso es sein kann, dass das, was wir gerade hier erlebt haben. Es muss ja einen Grund gehabt haben. You just never quit, do you? Took out Gaul, woke up the Traveler, and now half of what I hear on the streets is how much you and your clan are making a difference. Bye. Guardian. Oh, Guardian. Was that? Ich schweife mir gerade von John Legacy den Soundtrack rein, ne? I'm here. Das sind John Legacy. Kennst du den Film nicht? Nee. What? Was ist das für ein Film? Oh Gott. Schau ihn dir einfach an. Der Film heißt John Legacy. Tron. Ach, Tron. Jetzt, ja. Tron, na, John kenne ich. Den alten. John Legacy, what the fucking hell? Ich dachte John. John Legacy. John Legacy. What? Wie heißt du so? Ich bin John. John Legacy, mein Freund. They call me John. John Legacy. ja, ist klar. Oh, das wird ein scheiß Rift. Das wird definitiv ein scheiß Rift. Oh Gott. Hey, ich bin bei 305 angekommen. Hast du gerade 5 jetzt? Mhm. Mir fehlt genau ein Teil. Ja, ich bin ehrlich, ich hab ein bisschen gecheatet. Mir fehlt der Raketenwerfer auf 305, aber ich hab jetzt ein Schwert drin. Get out there. Ja, jetzt hat Farm mich einfach equipped für andere Charaktere, Waffen und so. Can you believe these new Farm und so. You never talk to me like that. Vor allem, wenn ich überhaupt andere Charaktere anfange. Die gute alte Agenda 5. Das bin hier, jetzt kann ich jetzt hier wunderschön auch meine Duplicates hier rauslöschen im Manager. Frag mich gerade was mich total interessiert. Das geht eventuell, das wird relativ sick, sagen wir es mal so. Nein. Gut, Frage geklärt. Ob ich Sachen von anderen Klassen mit anderen Klassen Items infusen kann. Das geht nicht. Nee, hätte ich jetzt auch gesagt. Wäre ziemlich broken von der Überlegung her. What the fuck? Du hast, bist auch disconnected worden? Ja. Von was? Server. Ey, ich glaube, ich hab da mit dem Ball rumgespielt und auf einmal ist alles kaputt, Alter. So great. Du sollst nicht mit dem Ball spielen, Mann. Sogar jetzt müssen wir auf Ben warten, Mann. Wir müssen immer auf Ben warten. Das ist Ben. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist Sean. Das ist der Ben. Sean of the Dead? Genau der. Der war super. Ich hab Kondome in allen Farben der olympischen Medaillen. Heute, glaube ich, nehme ich Gold. Sie sagt drauf, dann nimm doch heute zur Abwechslung mal Silber und komm als Zweites. Alter. Oh Mann, ey.
Last Hope kann ich auch vernichten. Und die Cadenza. Play of the game. Grenade Launcher. Okay. So, einen Helm habe ich noch. Dupe. Dupe, dupe. Surgical strikes won't fix. The warlocks will make the difference. The targets don't know their targets till you get there. So. Hätten wir das auch. Was ist jetzt? Was machen wir jetzt? Ja. Tja. 5 Minuten sind um. Ich guck mal auf mein Handy. BAB. Ich sehe nicht, dass er wie wild hier anruft. I don't care that you have strikes to get to. Worry about the fight in front of you. Jetzt kann ich wenigstens kurz mal. Also, wenn es nach mir geht, wenn wir genug Leute zusammenbekommen, dann können wir ja Raid machen. Ich mache keinen Raid mehr um jetzt um 11. Ich auch nicht. Früher, stimmt. Ja, stimmt. Vor allem ist halt unter der Woche. Wäre es ein Freitag, hätte ich gesagt, klar, kein Problem, das machen wir. The universe is getting dangerous, but it's nothing that these surgical strikes won't fix. Das ist er. Hau ihm aufs Maul gleich. Hau ihm einfach aufs Maul. Red Jacks, this is our site 9940 of the Vanguard. Hold fast. Der ist schon da. Bin gleich wieder da. 3 Stunden später. They say the Cabal respect and fear you. I see why. The tower didn't deserve the Cabal attack, but we'll be stronger for it. Bist du deppert? Ich hatte am 8. November 3 Wins. 9 Loses, oder? Was geht? Heute ist ein guter Tag. Was ist heute? Gestern war ein guter Tag. Gestern war ein guter Tag. 16 Wins, 3-mal verloren. Das war okay. Der beste Tag bis jetzt. Das Geile ist, wenn ich jetzt halt dadurch, dass ich die ganze Zeit das hier so equipped habe, kriege ich jetzt halt immer 296. Nicht mehr 294, das ist echt gut. Du musst das ja nicht ausrüsten, Mann. Ja, nee.
mir schon bewusst. Das ist dein Base-Level. Ob du das jetzt in der Bank hast oder auf einen anderen Charakter, spielt dabei keine Rolle. Ja, bewusst. Ja, was redest du dann, dass du es ausgerüstet hast? Ich weiß schon, was schon. Ich hoffe, du spielst nicht PvP nur mit den höchsten Item-Level und machst sonst gar nichts damit. Weil du damit nein, nicht ich spiele mit PvP mit den Waffen, mit denen ich am besten PvP spielen kann. Okay, das musste ich nämlich Klaus fünfmal erklären. Du, glaub mir, ich bin zwar bescheuert, aber ich bin nicht so blöd. Ja, Klaus muss ich es fünfmal erklären, dass das so ist. Weil Klaus nicht wusste, dass du im PvP nicht den Vorteil hast vom Gear. Das ist mir bewusst. Was denkst du? Ich sag's nur. Das ist mit logischem Denken doch schon allein beschlossen. Es wäre doch mega unfair, wenn dann Leute mit 305 Gear auf einmal alles aufbrocken würden. Was? Oder liege ich da falsch? Ich würde es auch nicht okay finden. Außerdem brauchst du dann für jede. Brauchst du zumindest fürs Max-Level eigenes PvP. Ja. Oder mal überhaupt ein Matchmaking. Dadurch, dass du dich von Anfang an am PvP anmelden kannst, dann wird das halt nicht mehr gehen. Ja. Finde ich sowieso so, behindert, go, go, go. Dass das über. Achso, ich bin ja gar nicht in der Gruppe. Lalett. Ich habe super oft irgendwelche Low-Level-Typen. Level 7, Level 6. Was? Das Game gerade angefangen zum Spielen. Eine Story-Mission gemacht. Danach am PvP sucht, oder? Geil. Sobald es unlocked wurde halt, ne? Er ist schon wieder weg, ja. Ich habe ihm was gegeben, er hat mir was gegeben. Muss ich später alles bearbeiten. Ja. Ah ja. Ja. Nennt sich dann Drogen- und Geldaustausch, schon klar. Jetzt hast du endlich das Icon gekriegt, wow. Ja, endlich. Ich werde es nicht ausrüsten, wenn ich es bekomme. Ich werde es nicht ausrüsten. Was? Wieso? Ich habe schlimme Befürchtungen. Ist auf 1,96, ist auch nicht schlecht. Ja, ich wahrscheinlich dann mit 1,6 oder so. Also über 2 sollte man schon kommen, um so ein Ding zu tragen. Ich bin nur auf 2, weil ich dauernd so aggressiv spiele, Mann. Ich mach zwar meine Freaks, aber ich sterb halt. Was ja, Mann! Ist das Problem. Aber scheiß auf das. Ich hab lieber einen Win als eine KD von 10. Aber wie kann es sein, jetzt mal ganz ehrlich, dass manche Leute so viel Schüsse abbekommen und keinen Schaden nehmen? Und ich selber zweimal getroffen werde, so ungefähr, und sofort blöd bin. Wie kann es sein? Gute Frage, nächste Frage. Netcode-Geschichten. Nein, aber genau da will ich halt eine konkrete Antwort. Wie kann es sein? Es kommt darauf an, wo du hin aimst, ne? Da fangt es einmal an. Dass das eine Netcode-Geschichte ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, dass du das einfach so in den Raum werfen kannst, ja, das ist Netcode, oder? Es ist plausibel sogar erklärt. Ich meine, wir können es mal an den Beschwerden von Fraggen runterrechnen. Er schießt auf Gegner, die um die Ecke kommen und trifft sie nicht. Per Definition, er trifft sie schon, aber er macht keinen Schaden an ihnen. Wäre dann nicht die Frage zu stellen, hat er nicht das Problem, dass er dann theoretisch auf das Objekt richtig gezielt hat, aber die Hitbox noch nicht parallel dazu mitgewandert ist? Ja, das findet in dem Spiel nicht statt und es findet auch in Overwatch zum Beispiel nicht statt. Overwatch hat so große Hitboxen, da ist das egal. Da ist die Hitbox aber nicht on point. Bei Overwatch hatte ich das Problem aber nicht so krass wie hier. Also hier... Wenn du 2 Stunden easy, Overwatch was du gespielt hast, Mann. Nee, ich habe schon viel gespielt. Hier in diesem Spiel, also jetzt hier in Destiny 2, da habe ich genauso Situationen erlebt mittlerweile wie in Call of Duty, also ich will jetzt nicht sagen die letzten 2 oder sowas, aber schon so... 2011, 2012. Geh snipen in Overwatch und sag mir, dass du permanent triffst. Du bist mit dem Fadenkreuz auf diesem Model drauf und du schießt hindurch, Mann. Ich hab nie Sniper gespielt in Overwatch. Egal, welchen von Overwatch schon mal angeschaut, ist ein Witz. Nimm, ja, ist ein Witz, wenn sie vorhanden wäre.
das merkst du natürlich nur bei den Hitscan. Bei Soldier, McCree und Widow. Woanders merkst du das nicht. Spielst du die drei? Hanzo? Hanzo ist kein Hitscan, Mann. Ja, aber Hanzos Hitboxen. Hast du es gesehen, wie weit er daneben schießen kann, dass geht, er trotzdem noch trifft? Hitboxes geht an, aber dass die haben das doch mal gefixt. Nicht on point ist. Das ist wie damals in CS, Mann. Aber die haben das doch mal gefixt, easy. Nein. Angeblich. Overwatch ist noch immer dasselbe. Spielst du einen Hitscan, wirst du nie abbringen. Nie. Weil du nicht die Performance bringen kannst, weil dich das Game daran hindert. Darum spielt's auch keiner. Deshalb spielt jeder Junkrat, Hanzo, Genji und die ganzen anderen Scheiß. Tracer. Ist so. Kannst du mir beim Streamen zuschauen, wenn ich Overwatch spiele und mit Widow snipe? Du wirst sehen, ich treffe die Models und der Schuss geht einfach hindurch. Schuss sagt, fick dich, Alter. Aber dann ist es aber nicht... Das ist, ja, dann ist es aber kein... Es gibt auch genug Videos von ganzen Pro-Gamern von Overwatch. Es gibt genug Videos, die das beweisen, in Slow-Motion vorführen. Guardian down. Wo du das hundertprozentig siehst. Die gehen das sogar, sind das on-stream durchgegangen. Den Clip auf Slow Motion machen, das siehst du richtig, wie der Typ mit dem Hitscan durch das Model schießt. Und das passiert bei pausenlos seit Tag 1. Einer holt sich rechts Power Ammo. Jo, vielleicht wieder aufs Spiel konzentrieren. Hab ich. Ich hab den ja, ich kann. Ich bin keine Frau, ich bin nicht multitaskingfähig. You're on offense. Set the charges or eliminate all opponents. Ja, was auch die ganze Zeit. Ja, darum sag ich ja, du musst da nicht reden, musst dann nur zuhören. Ich kann aber nichts hören von den Gegnern. Nevermind. Hören. Du hast ein scheiß Radar, wo die Gegner anzeigt werden. Irgendwer muss das irgendwo. Ja. Sterben. Ammo liegt. One opponent remains. Ich hab dich gelegen. Das ist eine Bomben-Map. Okay? Charge set. Now hold the line. Genau. Ich werde zweimal getroffen. Hab noch ein Viertel von meiner Lebensenergie. Ich treffe den zweimal. Er hat noch sein verdammtes Schild. Also das ist ja so ein Witz. Also das ist so. Den Bullet Drop Schaden, den es in dem Game gibt. Ich habe mit der Sniper auf ihn geschossen. Und er mit irgendeinem anderen Quatsch. Non-Sniper. Das passiert mir aber auch oft, dass ich mit Revolver gesniped mehr oder mit der Miele, mit der Mida im Miele Range gestört. Kommt super. Drei links, drei rechts, ich brauche Hilfe. Paar Arme holen, ich komm, nee, ist keine Mann zum Spawn. Guardian down. Ich will mal dann schnell ein bisschen PUBG zocken. Achtung, einer pusht rechts hoch. Wie, ich hab den nicht gehört. Genau. Wo sind meine Rockets hingeflogen? Ich weiß nicht, du hast genau in den Tunnel reingeschossen, da war bloß keiner mehr. Ich hab nichts gekillt. Schlecht. Horn sehen. Nimm Power Ammo. Schön, dass du da oben stehst. Don't spend all that ammo. LOL. One opponent standing. Charge set. Now to battle.
Ja, genau. Vor die Füße. Der stirbt nicht. Hast du noch gestorben? Ich bin nicht gestorben, ne? Hab's gesehen. Yay. Ich bin auf die Seite gelaufen. Im Rocket Launcher. Und einfach nicht verreckt ist. Ich mach mal beide rechts. Ich mach links. Man müsst dann kommen, wenn ich euch call. Ja, schon wieder zwei Schüsse. Das ist so angepisst. Ich will auch diese Monsterwaffen, die haben die ganze Zeit. Bei mir schon einen Wasser. Einer tot rechts, ich komm zu dir. Kannst nach vorne schieben, wenn du kannst. Da ist ein Hit. Einer noch im Wasser. Ich geh hin. Ich sehe alle auf Bauarmer stehen, der Camp bei der Bauarmer total offen, dass ich ihm in die Fresse schießen kann. Set the charges and protect them. Der Granatwerfer macht einen Spaß im PvP. Power oder normal? Hm? Der normale. Der Lion. Hm. Okay, jetzt links. Der kommt links schon gerascht. Der hat eine Mieter, oder? Sollte alleine sein. Mhm. Ich mach dicht, gelegen. Ja. Connector kommt einer, Connector kommen zwei. Was? Oh, Sniper. Sniper, unser Connector, die pushen über unseren Spawn. Kommt einer mit Sniper jetzt ab. Ist bei meiner Leiche. Der hat nichts mehr, der kommt durch den Tunnel. Achtung, der kommt jetzt halt wieder. Eins. Tunnel noch einer? Gib ihn, gib ihn! Yes! Ich bin Rest vom Spot. Er kommt. Bei meiner Leiche, bei meiner Leiche. No one left to fight in your place. So fight. Nice Bombenradius. Ja, die Gegner haben auch schon Liefer. Das war sehr schön gemacht. Ich spiel scheiße. Und schon ist eine gelieft. Eine Aktion und schon lief. Lolett. Ja, wenn du cheatest, ja. Hold the line. Defend those charges. Gehen wir wieder zu dritt rechts. Beide low. Power Ammo ab. One enemy left. Das ist auch da. Ich hab ihn abgeschossen, runtergeschossen. Oh, I can't wait to see what you do with that. All enemies down. Good. Good job. Mad Mike. Victory is within your grasp. Set a charge. Der Granatwerfer ist gut, um ein bisschen Druck zu machen auf bestimmte Positionen. Das war's irgendwie auch. Okay, weg da! Oh, leck mir im Arsch, ey. Was geht denn bitte ab? Drei Stück warten schon. Schieß einen Schuss. Dann gerettet werden in zwei. Hau unbedingt. Ja. Hab ihn. Oh. Ein Schuss. Ich bin schon wieder fast tot. Das ist so geil. Lol.
Was? Links, Onslaught. 1 minute left. You're attacking. Genau. Let's see it. All was? Down. Fight another. Was war das? Der hat mir vorhin schon dreimal in den Kopf geschossen, der Typ. Match point. Defend the charges and win. Camp 2 Ult. Wahrscheinlich jetzt links. Ich hab dem 2 Ult. Rechts ist schon im Wasser. Ich komm zu dir. 2 im Wasser. Guardian down. Mhm. Der hat geultet, oder? Genau, Alter, genau. Diese Drecksulte. Genau, das sind die Neko. Ich war schon längst hinter der Wand und er tötet mich trotzdem noch. Fight another. Wir sollten nochmal ganz dringend über diese Ultis von dem Titan nachdenken. Das kann nicht sein. Ich spring einen Double Jump über ihm und werde trotzdem von dem Ground Slam gekillt. Seid ihr da? Ja. Ja. Gelegen. Steck dich. Charge set. Now to battle. Steck links. One opponent remains. Noch einer. Wo? Am Spot irgendwo. On Spot. Und der Defuse. Der Defuse. Ja, all opponents down. A powerful finish. Ich instant von dem in die Fresse. You possess extreme patience under duress. You are an inspiration. Ja. Ich hab schon mal besser gespielt. Was? Ich hab mit mir selbst geredet. Ja, wenn du willst. Ich möchte mal wissen, wozu dieser Kill-Tracker-Ghost dazu ist. Ah, wie schön das ausschaut. 300. Gain 10% more XP in Crucible. Chance to obtain additional faction consumable. Achso, okay. Dann behalte ich den. Clemens, ich habe keine Midnight. Ich habe mir die damals nicht genommen. Und bist du jetzt auch keine wiederbekommen? Müsste mir einen neuen Charakter hochspielen, nur für diese scheiß Midnight, Mann. Ich hab's versucht mit Strikes zu machen, die scheiß Token zu farmen, ich krieg sie nicht. Seitdem ich die Midnight spiele, Alter, geht bei mir gar nichts mehr. Scheiß auf die Midnight. Die Mida. Wird schon deppert. Scheiß auf die Mieter. Fuck off. Ja, ich weiß. Aber nicht zu Bock. Das sagst du, das sagt das Internet. Ich sag's nicht. Ich weiß nicht, was ich mit einer Uriel auf Range machen soll. Keine Ahnung.
Und ich verliere jeden Fight, wenn ich eine URL spiele und der Gegner einen Revolver. Kann ich dir zu 100%ig sagen, ich werde den Fight verlieren. Zu 100%. Egal wer es ist. Kommt mir egal wie low der ist. Der Typ zuschaut das. Ja, ich spiele mit einer Scout. Ich spiele mit einem Männern. Ich finde Better Devil und die altmodische nehmen sich da nicht wirklich viel. Keine Ahnung. Bis auf den da E-Schaden, den halt der Teufel hat. Aber der Damage Boost von der ist auch nicht schlecht. Your ghost has limited power. Survive at all costs. Nichts mehr, beide nicht. Push zu dir, Fragen. Tunnel ist einer. Tunnel ist einer, half HP. Bitte nicht blocken. Komm zum Easy. Ich den nicht krieg. Power Ammo 2. Hat versucht zu finden. Genau, genau. Einfach mal. Ganz ehrlich, ich brauch den AE-Schaden bei der Scout, ich brauch ihn aber nicht beim Revolver, weil Revolver meistens nur einen Typ vor mir steht. Und das ist nicht interessiert. Wenn der AE-Schaden kommt oder nicht. Die haben Power, ja. Sammeln. One minute. Jo. Was für ein Liefer? Oh, der kommt mit der Power Armor. Ja, ich bin auch weg. Ich dachte zu euch. Was weg? Ach komm. All up to you now. Destroy them. 30 seconds remaining. Oh, ich darf schon nicht mehr respawnen. Enemy won the round. Ich war der Einzige, der die ganze Zeit rüber schießt und Damage macht. Da war niemand, der irgendwie mit mir schießt, Alter. Ich war da. Und ich wurde durch den Rauch gekillt. Die haben nichts gesehen und trotzdem. Leute, und trotzdem haben sie mich bekommen. Alter. Kommen alle rechts. Kommen alle rechts. Naja, alles da. Ja, alles low. Wackel mich, Bus. Fick dich, Alter. Ich geh vor Hammer. Ich geh Mitte. Crush them. Angeschossen. Five lives left. So low, ey. Ein Pixel. Versuchst du dir auch zu schießen, Fragger? Ja, da ist einer im Tunnel. Hinter dir. Ich dachte, du wärst es, weil ich sag, das ist auch noch hin und drum. Tunnel ist da einer. Der holt mich mit dem Revolver auf Entfernung in der Scout, Mann. Ohne Scheiß. Ja, genau. Richtig, richtig heftig. Stirb, du Negerkind. Das hast du nicht laut gesagt. One opponent remains. 30 seconds. Slay your enemy and they stay dead. Lass mal bitte politically correct bleiben, ja. Match time. There can be only one winner. Das war meine Madness. Ich verklau mich nix. Sorry. Ich bring mich total auf, Gott. Genau. Und wieder. Schuss durch den Gegner durchgegangen. Am Brunnen. Three lives left.
Ich verliere den Fight. Vorher war es genau umgekehrt. Da hab ich die Scout gehabt, er den Revolver, ich war fast tot. Der ist super low da hinten drin. Gibt's doch nicht, ey. One minute. Ey. Kein Kommentar. Das ist low. Das kann nicht sein. Und der Stream schaut auch noch zu und sieht das Ganze. Da geht was nicht mit der rechten Linie zu. No more lives on your side. You've got 30 seconds. Ich bin immer um Deckung und jetzt. Das langt so nicht. You're knocked out. The enemy caught you one too many. Wenn du dich hinkniest, dann sehen sie dich nicht. Bitte hör auf. You trailed the enemy. Aber es funktioniert doch. Close the gap. Dann macht es. Duckt euch bitte. Five lives left. Hinten. Vielleicht einer. Power Ammo. Ah, der hat Ulti einen. Macht Vorsicht, von hinten kommt einer. Von Tunnel aus, hinter uns und so vorn. Geht über Brunnen. Links ist noch einer oben. Mal rücken nach allen. Only one minute left. Zweimal geschossen. Hab ihn. Noch einer bei Paramo. Wir müssen so lau. 30 seconds remaining. Paramo liegt immer noch. Aber ein Down. No mercy. Nimmst du dir? Was hat der denn? Yes. Now show them the true meaning of war. Was hat der denn gesagt? Der Paramo gepickt? Ich hab's. 10 seconds. Ich geh in die Röhre. Da ist einer. Da ist keiner mehr. Enemy left. Tiebreaker active. You have one last shot at survival. You annihilated them. Good job. Nacht. You're evenly matched, but one team must fall. Ich hab Ulti. Wir können relativ kompakt stehen. Five lives left. Kann nichts machen, der pusht über Seitenpunkten Spawn. Power-Ambo verpasst, oder? Liegt die noch? Das ist so ein Scheiß, Alter, ganz ehrlich. Verdammter Netcode. Hier extra um die Ecke und wird dann trotzdem noch von hinten abgeschossen. Fuck.
Only 1 minute left. Your team. Wo ist jetzt mein Ulti hin? Wo ist der Ulti hin? Ich Nein. sehe ihn nicht. Der Mage steht einfach daneben und macht nichts, Mann. No lives left for anyone. Rest when you're dead. Oh Mann. You're the last guardian standing. I 30 seconds. Both teams out of reserve. End this. Your opponent's got the better of you. Wo ist meine Ulti hin? Das Spiel kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Nothing changes. Take them out. Die ist einfach weg gewesen. Geh wieder mit Power Armor contesten. Five lives left. So ein Witz. Ich dachte, das war deine Granate. Ich hab Power Ammo gefehlt. Easy, ich komm zu dir. Wo ist er? Ja, scheiße. Ich verfehle jeden Schuss dann, Mann. 1 minute. You're ahead on live. Team has no reserves left. Finish them. Ich musste den Typen 5-mal anschießen. Bitte nicht Bodyblow. Ah, das war das Ende. Der geht hinten. 30 seconds. Slay your enemy and they stay dead. Ein HP geht zu warm. Er ist low. Lass eine Zeit auslaufen. Nicht mehr sterben. Nicht fighten. Es ist nur noch einer, bitte. 10 seconds. Either team has lives left. Show no mercy. Tiebreaker active. You have one last shot at survival. Und zum Catcher-Freund. Ich will ihn einfach killen. Ich hab ihn schon getötet. Matchpoint and tie. Finish them first. Genau, er überlebt's wieder. Durch die Granate, 2 Schüsse und er hat schon jetzt wieder Full HP. Oh Mann, ey. Von hinten aufpassen. Hab ihn. Von hinten ist down. Da hätte ich ulten müssen. Fuck. Die gehen alle zur Bauarmor. Wieso Magneten, Alter? Ah, hinter mir, Ulti. Slow. Und gut, die Granate noch weg. Interessiert ihn halt einfach nicht. Ist wieder voll. 1 minute. You're neck and neck on reserves. Schaut, dass er einen Kill macht. Und dann. Der hat nichts mehr. Passt denn. Your team's out of lives. Fuck! Die sind alle im Tunnel. Na, GG. Achso. Okay. 30 seconds. Ach komm, warum hält der alleine da rein? Das langweilt mich so hart. Being knocked out. Allies down. Lives extinguished. The enemy has Ja,
Ich bin dann aber auch mal raus, muss schlafen. The best thing about being a guardian okay. is you're never truly beaten. Trotzdem, GG, well played. Jo, GG. Dann nehmen wir schlafen. Gute Nacht, Digga. Euch noch viel Spaß, wenn ihr weiter spielt. Jo, bis morgen. In dem Game brauchst du echt eine ganz harte, also eine Thick Skin. Ein dickes Fell. Was ist da für ein Bullshit passiert? Ben hat sich den Netcode mal genau angeschaut. Crow Moinsen. Ja, also vorhin es kann man gar nicht beschreiben. Ja. Ich habe viermal auf Gegner geschossen und war genau drauf und nur ein Schuss ist angekommen. Er dreht sich zu mir, schießt zweimal, ich bin tot. Also. Ich stehe da noch. Er kommt entgegen. Und jetzt kommt 4. Ja, drei. Komm. Du musst da legen gehen. Ich setze. You set the charge. Rally your team. Da kommt einer. Ja, von hinten im Spawn auch schon. Yes! Enemy team neutralized. Enemy approaching. Defend the charges or defeat your opponents. Also Ben meint, das könnte an diesem Herz Netcode liegen. Keine Ahnung, was er meint. Die sollen das fixen und Scheiß. Die gehen ins Wasser. Komme.
Guardian down. Ja, instant. Pum, 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 tot, Alter. Drei Schüsse im Kopf, ich werd auf immer schön. Du Hurensohn, Alter. Okay, die verfolgen mich gerade. Ja. Enemy charge set. Defuse it now. Don't spend all that ammo in one place. It's all up to you now. Okay. Destroy them. Ist der Freakazoid, ich versuche die zu resen. Was steht da, ne? Ich lade nach. Ah, rechts ist einer. Ich hab mich ein bisschen paniken lassen von dir gerade. Ich schlag ihn zweimal in die Fresse, er stirbt halt. Detonate the charges, and this round is yours. Was genau. Hinten kommt einer. Zwei Leute, die stehen. Genau, 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 genau. Jetzt habe ich extra mal nicht gezoomt, wird auch bestraft. One enemy left. Ist immer noch einer da. Ich kann gerissen werden. Do it again. Defend the charges and defeat your opponents. Big Box. Genau, zweimal getroffen, einer. Komm rechts, komm rechts. Wo ist die Deckung von dem Typen? Wo ist der hin? Ja, super. One enemy left. Super. Ich hab geschossen, aber keine Sicht mehr gehabt. Ja, nicht du, der Typ, der da war. Als ich die Power genommen hab. Der Typ. Das ist ein Tunnel. Der ist hier in den Tunnel gegangen. Arschloch, ey. The charges are everything. Set them and protect them. Genau, zweimal getroffen, tot. Ich kann einfach legen. Plötzlich den Weg. One enemy left. Charge set. Now hold the line. Können wir das, All enemies down. Good. Defend those charges. The hour is yours. Jetzt einer, zwei. Zwei rechts. Wo sind die letzten zwei? Wo ist der Freaker seit jetzt schwer? One foe remains. All enemies down. Good. Was sind denn das für Gruppen, Guardian? Crush them. Keine Ahnung. Ja, ich komme halt zu nix. Und wie lässt du dir offen? Bei uns im Team oder im Gegnerteam? So. Ich bin dann lieber im Gegnerteam. Ja, die ganze Zeit schon. Alter, Alter. Nee, der ist jetzt raus. Nein, der ist schon länger weg. Aber in der Runde, sonst würde doch das jetzt nicht. Nein, so der lange ist schon länger weg. Schau es den VOD an, ohne Scheiß. Der ist der zwei Runden ist er schon weg. Wieso dauert es schon wieder so lange zum Rematch? Keine Ahnung. Kannst du nur sagen. Das ist doch normalerweise nur immer, wenn einer, weil noch einer raus ist. Alles klar.
Deswegen meinte ich, es ist ja normalerweise nur da, wenn einer rausgeht. Ich weiß, das hat mich vorhin auch gewundert. Ich bin die ganze Zeit zu dritt und war aber kein Ladeding. Links gelegt. Charge set. Now to battle. One opponent standing. Don't spend all that ammo in one place. All opponents down. A powerful finish. Why can't the rookies be more like you? Just thinking about it in theory. Jetzt werden wir wieder die Affen-Team kriegen. Ja. One Relieved oder... Ja, wir hätten jetzt auch Affen im Team, die halt nicht gedeckt haben. Wir sehen, ich gehe zur Power-Ammo. Da vorne ist ein Gegner. Was macht der? Hat nichts Besseres zu tun, als wenn ich die Power-Ammo habe, zurückzugehen. Obwohl einer steht. Wie dumm ist denn das? Es interessiert halt keinen. Nein, aber wie dumm ist denn das? Ich habe einen Rocket. Das heißt, wenn überhaupt, dann überlebt ihr mit einem Blip Lebenspunkte. Und er macht nichts. Er haut ab. Hat da nichts zu befürchten. Ja, weil du ihm die Power-Ammo weggenommen hast. Das interessiert ihn dann nicht mehr. Wollte ich die andere holen gehen. Na, der ist an der Power-Ammo vorbei. Hat sich kurz hingedreht, hat F gedrückt. Und ist dann weitergelaufen. Wahrscheinlich hat er gedacht, er hätte dann die Power-Ammo, wenn er kurz F drückt. Also Use. Ich bin alle Leute nur auf Power-Ammo. Er hat es nicht komplett genommen. Er hat nur angefangen zu nehmen. Den ab. Und war dann wahrscheinlich überrascht, weil ich die da habe. Die erste schwimmende City wird gebaut 2020 im Pazifischen Ozean. Okay, Mann. Also ich möchte auf der Insel nichts haben, wenn da gerade irgendwie ein Sturm ist und die meterhohen Wellen kommen. Ja, oder auch halt. Auch wenn das ummauert ist. Ja. Denn das ist zwar ummauert, aber das bringt ja nichts. Das bringt er nicht. Nee. Wellen, Stürme, Orkane, Taifune. Die ganzen Räuber, stell mal vor, da kommt einer irgendwie mit Kanonen irgendwie an. Urbehindert, also das ist so. Das ist halt was kein Mensch braucht. Every death counts. Kein Schau Mensch braucht das. Loch einer. Zwei. Five lives left. Noch einer am Pol. Da ist noch einer drin. Und Wolf lässt sich abknallen. Wie kann der Nate schießen, wenn er tot ist? Ja. Er hat bei mir nachgeladen. Geil. Ja, Wolf ist AFK. Haben wir einen AFKler, ja? One minute. You're ahead on live. Enemy team has no reserves left. Finish them. Push neben dir. Einer hinter uns aufpassen. Wie er mich gesehen hat. Super. Gerluff, Augen auf. Immer weg, kommt man. No lives left on either side. I'm on the edge of my seat. 30 seconds. Both teams out of reserves. End this. Power Ammo. One opponent standing. Kommst du dir? Wolfie außen. Power Ammo 5. Der steht dann. 10 seconds. Verlust. All opponents. Defeated. Wolfie sich keinen Millimeter bewegt. You have a lead.
keep it. Ne? Er ist also schon klar, hat er sich ausbewegt. Der Affe. Boss, auf den Ding im Spiel dann. Komm, hol mich, komm. Five lives left. Ich war um die Ecke und werd trotzdem getroffen. Three lives left. Das ist ja so frustrierend, das Spiel. Paar Mal. Ja, genau. Zwei da. Bin hinter dir. One minute. You're neck and neck on reserve. Your team out of lives. No lives left on either side. Response du nochmal? Nein, nein. Die sind außen. Langer Gang. Na ja, gut, ich bin alleine, ich kann nichts machen. Der erste ist Wolfi und Gerlof. Hinter uns lenken die. Both teams out of reserves. End this. Warum splittet er sich so ab, ey? Es ist wieder so zum Kotzen, Mann, ey. Das ist der Wahnsinn. Man kann nicht mit den Leuten spielen. Hab mich nur nach vorne bewegt, weil der so weit weg war, ey. Wenn ich mich nicht bewegt hätte, dann wäre es ganz klares Überzahlspiel gewesen. So ein Affenarsch, ey. Ich schau ins Loch. Da kommen wir hier, Loch. Da in der Mitte. Da außen. Ich hab geschossen, ich krieg keinen Kill. Nice. Yes. Hab ein paar Ammo. Now show them the true meaning of war. Einen außen. Enemy team is out of lives. Kann jemand pushen mit mir? Ich komm. Five lives left. Einer in der großen Kiste. The enemy is out of second chance. Super low. Und Wolfi springt nicht über die Kiste, sondern läuft außen lang. Also so ein Affe. So ein Affe. One opponent standing. Opposing team annihilated. You're in the lead. Stay there. Dann wieder mit der Raschen, ne? Tun sie auch. Five lives left. Gerlof springt einfach mal rein. Da ist jemand. Mitte. Was? No lives left for your enemy. Destroy them. Spawn auf die. Auf A. Und Wolfi rennt schon wieder nur rein. One opponent remains. All opponents. Drei Leute, cool. Defeated. Ja, Glück. Mehr nicht. Weil die halt low waren irgendwie, da hat er nicht drei Leute einfach nacheinander geschnetzelt. Man hat schon doch irgendwie in low geschossen.
Durch seine Granate oder keine Ahnung. Du flammst unseren besten Spieler. Der ist nicht gut. Ist der verrückt? Doch. Five lives left. Three lives left. Karma. Schießt zwischen denen durch mit meiner Ult. Ich geh gleich wieder auf der Karma. Out of lives. 1 minute left. That shut them down. You've been knocked out. 2-for-1. No lives left for anyone. Rest when you're dead. 30 seconds. Both teams und Gerloff wartet erstmal. Not enough. But it's not over. Victory is within reach. Crush them. Scheiß Scout nehme ich danach auf jeden Fall raus. B kommt und ist tot. 5 lives left. Power Ammo. Power Ammo. Ich mach Ulti drauf. Fire team that fights together. Hier holen. Don't spend all that ammo in one place. Three lives left. Daneben. Enemy team. Und Wolfie geht einfach spät nach wieder. Finish them. 1 minute left. The enemy is out of second chances. No lives left on either side. I'm on the edge of my seat. Seconds. Both teams out of reserves. End this. You've been knocked out. 10 seconds. Muss leider Granaten dodgen. Tiebreaker active. The end is coming. Fight! One opponent stand. All enemies down. All lives expended. So, also so Scout Rifle ist der Ober Shit. Überhaupt nicht gut. You look death in his beady eyes and you spat in them. You fiend. Was lohnt sich noch als Secondary Weapon? Nix, oder? Muss durchtesten, ich weiß nicht. Spieler mit der Meinung dann immer. Da geht halt nichts. Mach null Schaden. Ja, hast mal Zeit, 2 Minuten zum Überlegen. Kurz am WC.
Tja. Oder ich pack da die Sunshot rein. Das kann ich machen. Mach ich auch. Was nehme ich dann? Was haben wir denn da? Alles auf Void hier, Void. Ja, wobei, na, Solar. Aber schon, also so ein konkretes Netcode, so eine Erklärung gibt es nicht, oder? Also im Sinne von, wann man wie noch getroffen wird, obwohl man schon längst um irgendwelche Ecken ist. Es ist einfach so hart nervig. Und eben das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich schieß viermal drauf, treffe ein bis zweimal. Und er hat irgendwie... Ja, so zwei Drittel von seiner Armor, also von seinem Shield weg. Aber natürlich noch, wie gesagt, so ein Viertel bis ein Drittel davon und plus noch volle HP. Er dreht sich um, ein bis zweimal mich, oder halt zweimal mich getroffen und schon bin ich tot. Das ist so krass lächerlich. Ich schau mal kurz einen Snack jetzt.
Sorry, wieder da. Bist du auch da? Wieder da? Ja. Okay, go, go. Ich habe overall schon 40 Stunden PvP gespielt. Das haben manche mal, das haben manche nicht mal PvE. Also, nur fürs Verständnis. Du hast eine Differenz pro Tick von 10 Hertz zu allen anderen Spielern auf dem Server. Und Alter, woher kommst du? Sag mal hallo. Was hallo. Der Typ, ich hab mich jetzt super erschreckt, denk mal. Ich hab Halluzinationen und Ben redet, oder? Mhm. Es ist ein 40-Tick-Server, den die benutzen. Es läuft einmal Peer-to-Peer und einmal Dedicated. Die haben einen Dedicated-Server, der die Aufgabe übernimmt, sollte der Hoster platt gehen, damit das Spiel halt weitergeführt wird. Na? Solange der Hoster aber da ist oder keine großen Verbindungsprobleme hat, ist es Peer-to-Peer. So ein Notfallsystem von Bungie. Und die 40-Hertz-Server laufen bedingt gut, sagen wir es mal so. Weil, wo habe ich jetzt mal schon raus? Fick dich, ich will rauchen. Ach, den hab ich selben Scheiß wie damals in CSGO und CSGO läuft auch noch mit 60. Aber die Sache ist, ich hab vorhin auch einen gekillt, Leute, wo ich so hammerhart daneben geschossen habe und auf einmal hat der, ist der dran verreckt. Ja, ja, aber stell dir doch vor, der Typ, ja, hat zwar einen 40-Tick zum Hoster, aber du hast zu dem Typen Verbindung von 20 Ticks nur gehabt. Das ist ja der Scheiß. Der Scheiß ist ja, dass du grundsätzlich 10 Hertz Differenz hast zu jedem anderen auf dem Spielfeld. Pro Tick. Und wenn dann noch hinzukommt, dass irgendeine Pappnase mit weniger rumrennt, dann bist du schon mal. Korrekt.
Und mit dem Aim-Assist-Kram darf ich das letzte Mal verlesen, der wird überhaupt Januar nicht gefickt. Im Januar geht es darum, dass die Kasse nicht. Das war aus dem Boss. Hast du gelegt? Nein. Dann war's das. Die Frage ist bei den Turnieren, wie sie das genau kontrollieren wollen, ob jemand mit Controller oder ohne spielt. Ich meine, klar, zum Turnierende geht das. Aber was passiert mit denen davor? Es ist echt so, dass er den Controller nur anschließen muss und kriegt automatisch einen Aim-Assist. Nee. Es gibt einen Glitch. Richtig ekelhaft. Keine Ahnung, der hat irgendwie alle 2-3 Tage gelöscht. Jetzt wieder einer da. Mit einem Handout, wie es funktioniert. Dass du ihn halt anschalten kannst und sogar einstellen kannst, wie viel Prozent der läuft. Ab 100 Stärke logischerweise keine, weil da ist die DC drin drauf. Ja, genau, ey. Also. Ja. Das mit dem Server wollte ich nur sagen. Wir müssen halt abwarten. Weil das Ganze, die gesamte Ladderliste jetzt ist für den Arsch. Weil du nicht weißt, ob die mit Controller spielen oder mit Tastatur und Maus. Oder eventuell sogar mit dem Glitch. Da müssen wir auch auf jeden Fall was tun. Ja, aber den scheiß Controller fertig, oder? Mm. Die haben ein eigenes Game. Erklärung von Bungie ist, wir gucken uns das erstmal an. Die wollen ihre Spieler nicht. Und sie interessieren sich nicht, auch kein Scherz, stand auch in dem scheiß Interview mit denen. Momentan, Jetzt 2. 2 ist derzeit kein Competitive Spiel. Und solange es keine Competitive Szene gibt, werden die nichts in Richtung Competitive machen. Szene, oder? Wir müssen halt was bringen, dann bin ich 10 aufpassen. Ja, und das machen sie ja mit ihren Custom-Match im Januar. Und dann wollen sie erstmal gucken, was die Leute tun. Ich find's auch ein bisschen lächerlich, dass sie auf die Community warten wollen. Wie soll ich Custom-Match machen? Da brauche ich Leute, die permanent spielen wollen. Ja, Scrims, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Genau. Scrims kann ich schon machen, aber die Frage ist halt tatsächlich, wie gehen die Turniere nächstes Jahr verstanden. Das ist ja interessant. Gibt es Turniere? Gibt es keine Turniere? Das ist halt das Dümmste. Das ist ja normalerweise so. Rauf, darum geht's ja. Bei dem Glitch geht's darum, dass du den Aim-Assist hast, ohne die Controller-Steuerung zu haben. Das ist ja das Mies. Deswegen heißt der Glitch. Ah, gut. Weil das ist doppelt fies. Auto-Aim ist noch das eine mit Controller, aber stell dir vor, du spielst Maus und Tastatur und hast den Auto-Aim trotzdem an. Yep. Ja. Richtig assi. Erik, mega an. Würde aber erklären, warum Leute, die eigentlich null PC-Erfahrung haben, auf einmal so weit hoch in der Liste sind. Ladderboard. Ganz ehrlich, kannst du mir nicht erzählen. Spawn. Jemand, der 3 Jahre Konsole spielt, auf einmal PC spielt und auf einmal God-Aim hat. Wirklich so. Ach, glaubst du doch selber nicht. God-Aim. Oder Klaus, oder würdest du das behaupten, dass jemand innerhalb von 2 Monaten auf gar keinen Fall. God-Aim hat, der nur Konsole gespielt hat. Der weiß halt, wo er hinschießen muss und woher die Gegner kommen und wie der Netcode funktioniert. Ich rede auch nicht von Setschke. Er hat, glaube ich, dieses Konsolentool benutzt, damit er mit Maus und Taster spielen kann auf der Konsole, das heißt, oder? Bungie wartet jetzt. Ja, der ein Turnier aufbauen will und dann, wenn das gut läuft, dann machen nee, sie. Nee, sie selber haben ja 100.000 für Anfang des Jahres bereitgestellt. Also komplett alleine lassen sie die Competitive Gamer nicht. Ja, irgendwie so heißt das genau. Nee, der hat die ganze Zeit. Wenn das PvP weiter ausbauen, dann finden sich auch mehr Leute, die Bock drauf haben, vielleicht wechseln auf. Wie gesagt, bei dem Interview mit IGN haben sie gesagt, wollt ihr kein Competitive aufbauen. Da sagten die Zielgruppe momentan von Destiny sind keine Competitive Gamer. Gibt's auf Konsole nicht, offizielle Aussage von denen. Ja, gut. Ist ja auch Konsole. Und deswegen kommen jetzt die Custom-Matches, um dann zu gucken, was passiert, und dann an den Custom-Matches zu arbeiten. Aber ob das die richtige Herangehensweise ist, war. Das ist der erste Mensch, der keinen Rocket Launcher hat. Ich hab so gehofft, dass einer hat. Aber Set the charges and protect them with your life. Hä? Schließ mich gleich an. PvP. Wie low sie sind. Wie immer. Jawohl. Ja, na klar.
Irgendwas stimmt wieder mit meiner Leiter nicht. Ich krieg wieder einen Gutschein von Amazon. 80 Download und was hat der Upload? Gut gelegen. Ja, genau, da zündet er ein Ulti. Ich hab noch keinen Ulti. Kannst du mit mir rechts kommen? Scheiß auf links. Bomben links ist super abfuck, weil es 100.000 Ecken gibt. Rechts ist ein offenes Feld. 80 Mbit Download statt 100 und 34, fast 35 Mbit Upload statt 40. Upload statt 40. Aber ich hab einen Ping vom fucking 36. Dann komm mit dir. Ach ja, beim momentanen Netcode arbeitest du circa mit 50 bis 60 Millisekunden Delay, ne? 50 bis 60 Millisekunden Delay. Jetzt kommen die natürlich links, oder? Alle. Wird das wenigstens die Aktion eben bei dir erklären? Ja, könnte sein. Bei 40 bis 50 Millisekunden ist halt schon heftig. Da hat ein Typ auf YouTube echt die Mühe gegeben. Hier ist auch ein Typ von. Ja, hier ist auch ein Typ von Energy drin. Das ist eigentlich ein US-amerikanischer Clan. Keine Ahnung, was da abläuft, ey. Viel geiler war der Netco-Typ, hat herausgefunden, dass du die ganze Zeit eine Verbindung hast zum Verteidigungsministerium von UK. Wenn du Destiny spielst. Mal reinziehen. Genau. Ich mach mir Leben und sie wird nicht ausgelöst, obwohl ich genau vor ihm bin. Also. Das kann ich mir gerade auch nur erklären. Dass es zwar auf meinem Screen genau vor mir war, aber auf dem Server nicht vor mir war. Ich hab genau vor ihm. Ja, kein Server. Außer der Typ, der Hoster öffnet drauf. Der kommt wieder weg. Ja. Komm nix. Aber viel schlimmer ist, du könntest ja wie bei Overwatch dir über Wireshark oder so den Netcode selber ein bisschen bearbeiten. Damit du im Vorteil bist zum Gegner. Ich möchte nicht wissen, wie viele mit so einen Tricks unterwegs sind. PC. Habt ihr jetzt irgendwie einen Raid heute gemacht? Nö. Oder seid ihr gleich wieder zu dritt? Es sind keine Leute da. Ich spiele mit den ganzen anderen Leuten. Keine Lust. Ich hab keine Lust, 6 Stunden diesen scheiß Raid zu gehen. Ich gehe mit den Leuten rein, mit denen ich spielen will, die das kapieren und fertig. Bin in einer halben Stunde durch. Danke, wir sehen uns nächste Woche. Sollen sich selber organisieren. Das, was ich vorige Woche gesehen habe, mit dem über Wände springen, 100-mal angesuckt werden, das nicht verstehen, das, na, bitte, bin ich, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Dann gehe ich gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Bevor ich das mache, gehe ich gar nicht. Das ist so blöd. Ja, fair enough. Ja, habe ich nicht recht? Also, ganz ehrlich, schade um die Zeit. Ja, ich sag ja, fair enough. Mein Lichtlevel ist 3,5. Es gibt aus dem Raid nichts, was ich brauche, was ich haben will. Fertig. Raid. Ich bin mittlerweile von ein paar Leuten mitgefragt, wann die PvP spielen wollen. Aber um Himmels Willen, die Leute haben noch kein PvP gespielt, Mann. Indessen nicht. Vielleicht 2 Stunden oder so. Das bringt mir nichts. Mit solchen Leuten. Das Leaderboard kann dir doch gerade total egal sein. Es geht nicht ums Leaderboard, sondern dass die einfach keine Erfahrung haben. Da kann ich gleich random spielen. Kommt auf selber raus. Kommt halt auf selber raus. Den kannst du. Außerdem, wenn du mal guckst, da sind Leute mit einer höheren Elo im PvP dabei als du. Ja, aber die Elo, die hat ja noch keine Aussagekraft. Naja, nicht viel, aber ein Stückchen weit schon. Ja, aber es ist halt viel zu random, leider. Wenn du halt mit den schlechteren Leuten gematcht wirst, ist ja egal, wie gut du bist. Wo haben sie eine höhere Elo, Mann? In Quickplay, wo Capture the Flag und so ein Scheiß dabei ist, wo du nicht spielen, Mann. In Competitive hast du nur Bomben legen und dieses scheiß Leben-Modus. Hast du denn nur 2 Modis? Ja. Alles andere gibt's nicht. Und das ist nur Quickplay.
Ich kann dir nur sagen, dass einige sind mit einer höheren Elo. Mehr habe ich nicht gesagt. Wenn ich 40 Stunden Quickplay spielen würde, würde ich die Elo da auch pushen. Sagt Bescheid, wenn euer Match zu Ende ist. Wir sind fertig. Ihr muss nicht joinen? Geil, oder? Ist egal. Verstehe ich eh nicht, warum es nur zwei Modus gibt, ganz ehrlich. Wie meinst du zwei Modi? Ich meine, das Capture the Point, das muss nicht sein. Ach, welche Modi meinst du? Alles klar. Das muss nicht sein. Was gibt's da noch? Normales Deathmatch gibt's? Ne, du hast halt dieses Trials of Nine noch und Eisenbanner, was kommt. Nein, ich meine, in Quickplay hast du... Go, starte. Hast du das Capture the Point und normales Deathmatch zusätzlich dabei? Oder nur das? Ich glaube nur das. Und das Bombenlegen und auf Leben spielen ist halt competitive. Mich interessiert viel eher, was die im Januar mit den Custom Matches wollen. Also wenn die spätestens dann keine Dedicated Server-Technologie haben, dann ist es doch im Untergang geweiht. Also auf Pro-Ebene. Das kannst du einfach vergessen. Ja, sowas. Das Ding ist, die haben ja Dedicated Server, benutzen die aber knallhart einfach nur für Matches, wo der Hoster rausfliegt. Emsen, ich hab's nicht gesehen. Ich war bis eben gerade unterwegs. Eben gerade ist übertrieben, aber bis vor rund 20 Minuten. Boah, es ist richtig kalt geworden. Ekelhaft kalt. Richtig kalt geworden. Wir haben wieder vier Typen auf dem Weg zu dir angequatscht, was für Drogen ich denn gerne kaufen möchte. Ja, deswegen gehe ich nicht mehr raus. Das Competitive ist so dann auch, dass irgendwer einen Server stellt und die Leute einfach reinschauen und dann wird gespielt. Nee. Ich hab's noch nicht gerafft. Ehrlich gesagt, sie halten sich da bedeckt. Es wird halt nur gesagt, dass Anfang Januar Egal. Ich beobachte das, ich schaue es mir an. Und wenn da nichts kommt, dann verabschiede ich mich halt wieder. Spiel was anderes. Ja, es gibt halt nicht so viele andere Games, ne? Genug Singleplayer-Spiele mittlerweile, die interessant sind. Ja, gut, Singleplayer halt, ne? Ja. Ich weiß, dass es PvP-mäßig keine guten Spiele gibt. Weil jeder auf diesen Battle Royale-Zug aufspringt und jeder momentan das spielt, aber so richtig 4 gegen 4, 5 gegen 5, so wie hier in Destiny, da will keiner, das will keiner mehr. Counter-Strike war das letzte Game, was halbwegs spielbar war. Damals, vor 10, 12 Jahren. Nee, ich sag dem Game, was phänomenal geil ist, Lawbreakers, aber die haben ein falsches Businessmodell, die haben sich nicht dazu durchgerungen, Free-to-Play zu gehen, deswegen ist das Spiel im Untergang geweiht. Keine Sau spielt, obwohl es ein hervorragendes Spiel ist. Ich verstehe nicht, warum es kein Game gibt, was annähernd die Spielerzahlen, also die Spieler anspricht, die es damals angesprochen hat. Das heißt Call of Duty damals, CSGO, ja. Battlefield, ja. Keine Ahnung. Ja. Es gibt nichts. Da gibt es tatsächlich nichts. Nur Battle Royale-Scheiß. In jeder Art und Weise. Super schlecht. Ich schaue nach rechts. Dann ist Lore. Rechts einer drin. Ja. Hinter uns. Genau, nee, ist egal. Wer immer da vor mir stand. Warst du der vor mir? Nee, okay. Dann war es der Reapy. Ich erinnere mich auch, dass ich seinen Namen gelesen habe. Hat sich falsch hingestellt. Deswegen sind wir einer nach dem anderen verreckt. Anstelle, dass er mit mir nach rechts gegangen wäre. Ich brauch Colts. Wieso fühlt sich komisch? Links ist keiner. Rechts, Mitte und rechts Tunnel. Links ist schon drin. Und da werden noch nichts manchmal. Ich bin tot. Enemy charging set. Defuse it
bevor es blows. Genau. Null Schaden. Drei Schüsse auf ihn, null Schaden. Oh, Raketenwerfer. Hallo Niki, ich muss das Spiel noch ändern. Sagst du was? Ich muss erstmal warm werden. Seit. Ey, ich habe seit 5 Tagen kein Destiny mehr gespielt. Set them and protect them. Ich spiele seit über 13 Stunden PvP. Ich bin super overplayed, Mann. Super overplayed. Das sind 2 Leute. Das reicht. Teppich. Komm, Teppich, der legt Teppich. Ich muss ihm helfen. Ich komm. Ich schau ins Fenster. Charge set. Now to battle. Super Amulett. Ich hab einen Granatenwerfer jetzt. Okay, ich hab ihn, egal. Da war Mitte der letzte. Mitte hat Bauarmer. Yes! Enemy team neutralized. Reapy guckt sich's erstmal genüsslich an. Danke für den Haus, Sunti. Der Typ, ey. Moinsen, Mascha, dankeschön, Mascha. Wie geht's dir? Ich schau mit. Nee. Keine Ahnung, ich habe noch nicht so viel PvP gespielt, ehrlich gesagt. Oben. Links 2. Dann ist low, dann ist der Banner. Hinter uns. Hinter uns, ja, genau. Ja, 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 genau. Draufgeschossen, kein Schaden. Nein. Schlagen! Mhm. Ich hab vergessen, dass ich den anderen Skill drin habe. Ich hab die Betäubungsgranate drin gehabt. GG. Enemy charge is set. Defuse it before it blows. Wer ist da drin? Ich muss einen Random umlegen. Ach ja, 2 drin. Your team has been neutralized. Moinsen Chill. Moinsen Katzi. Oh nein, gute Besserung. Set the charges and protect them with your life. Irgendwie ist das laggy gerade. Ich werde dann kurz neu starten. Bei mir fühlt sich alles an. Rechts. Kann aber auch an mir liegen. Kommst du dir? Und er ey, Idiot, ne? Statt auf diese dämliche Minimap zu schauen, ne? Nice Block. Einer ist hinten Wasser, ne? Mhm. Liegt hinten am Steg. Woher wusste der das? Woher wusste der das? Das kann nicht sein, ich war geduckt. Scheiße, Urel ist halt so schlecht, man. Könnt's mir erzählen, was wollt. Ganzes Magazin vorhanden. Hab ich gar nicht hier drauf. Mal rüberziehen. Drei Stück, 4 Stück Teppiche. Ja, ich komm von der Mitte hoch. Nein, sehr easy. Enemy charge is set. Defuse it before it blows. Er trifft aber halt auch. Ne? Der ist low am Spot. One foe remains. Enemy team is down, but the charge is still active. Defuse it. Charge defused. Your team is solid. Wie es mir geht, ja, ganz gut, aber Destiny ist sehr nervenstrapazierend im PvP, weil die so eine Peer-to-Peer-Technologie benutzen. Sehr, sehr stressig.
Das heißt im Endeffekt, du wirst von Sachen gekillt, die du schon gar nicht mehr siehst auf deinem Screen. Guardian down. Was? Ja, kommen zwei Leute hinter uns. Ja. Ja. Drei Leute. Ja. Okay. Man kann aber nicht schwimmen in dem Spiel. Ja, ist schon einfach zurück. Ich muss erstmal wieder lernen, mit der Map zu spielen. Ich sehe die Gegner halt alle im Vorjahr und ich guck nicht drauf. Sehr nervig. Ander links. Ich habe was am Markt. Ich sehe aber noch nichts. Ich komme zu euch. So, aber. Hat Ult gezogen. One foe remains. The enemy team is gone, but the charge remains. Defuse it. Charge defused. Your team is solid. Good. Also PvE ist ganz lustig, so sie. Und so allgemein, PvP ist ja nicht schlecht, aber wie gesagt, so Peer-to-Peer, da tiltet man halt schon echt relativ hart. Schlimmer ist das auch nur 40 Ticks, ne? Ich hab Ulti. Dito. Tiger rechts, Rux. Nicht Bombe. Bombe liegt. Deck dich. Charge is set. Protected. Weiß ich nicht, wie das nennt. Gang, Brücke, was auch immer, einer. Ja. Hat Ult gezogen. Das zum Beispiel, Delay Kill. Ja, Alter. Hab die Ult gesehen, bin rumgegangen und der Schuss hat trotzdem noch gesetzt. Ich schwör, Arcan Ult ist halt zum Scheißen. Das ist unrecht. Du kommst jedes Mal in Third Person und du schießt. Ja, ich werde dem jetzt auch diesen Solar-Ulti machen, ey. Okay. Nicht mehr den anderen. Krass, Verarsche. Pain leads to perfection, Guardian. Embrace it. Verstehe nicht, warum er dir in Third Person schießt, Alter. Verstehe es nicht. Au. 4 Kills, 1600 Schaden, hab ich toll gemacht. Ja, Memphis. Keine Ahnung, wir haben ja Teil 1 nicht gespielt, aber. Ist schon nice, der Deep in dem Spiel. Der ist schon gut gemacht. Freut man sich drauf. Ist etwas, wo man auf jeden Fall Bock drauf hat. Ja, ich auch. Ich verkaufe meinen Rechner und kaufe mir einen scheiß Gameboy, Alter. Das wäre ziemlich im Park. Switch, Alter. Im Park? Bei dem Wetter? Ist egal. Dann so spiele ich, dann spiel ich lieber mit DC. Okay. Ich hatte einen falschen Beruf. Ich glaube, ich lasse mich umschulen. Ich entwickle ein neues Spiel. Inwiefern vermisst du das Game, Mascha? Und hallo, Sunti. Ben, freu dich, wenn du Overwatch spielst. Warum sollte ich mich darüber freuen? Ich hab meine Placements gemacht. Ich komme gar nicht klar. Nach 3 Wochen Destiny geht das gar nicht. Aber ey, immerhin haben die nach ein halbes Jahr in Netcode so gut gefixt, dass sie mit einem der besten Netcodes auf dem Markt haben. Saying. Ja, deswegen treffe ich auch nicht mehr. Obwohl sie die Shots, die sind schon so inbegriffen. Ja. Ja, aber du, mal im Ernst, sie haben zwar nur 60 Tick, ist aber schneller wie 120 Tick Counter-Strike. Was heißen? DC Overwatch ist halt bla. Dann habe ich Fortnite ausprobiert heute. Nach Wärmten fliegen. Wir springen von dem Bus runter. Alle fliegen auf die Insel. Und du siehst schon im Chat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wurde von Bannhammer getroffen. Ja, nice. Tschüss, Alter. Bannhammer, welches Spiel redest du? Von Fortnite.
Was? Dann haben wir gedacht, okay, in PUBG gibt es einen neuen Patch, ich teste das. Ja, puh, ist ein Testserver. Denken wir so, hey, der scheiß Kletterpatch geht nicht, Mann. Und doch, ich habe eben bei Mario zugeschaut, der ist online, der Kletterpatch. PTA. Ja, auf dem Testserver. Ja, auf dem Testserver. Ja, da musst du dich entscheiden, was du installieren willst. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch nur 4 oder 5 Spiele installiert, Mascha. Immer neu installieren, jeden Tag. Mhm. Und eine zweite SSD kaufen. Aber eine 64 GB SSD ist schon die Frage, warum besitzt du eine 64 GB SSD? Warum kauft man sich so? Das ist ein bisschen sinnfrei. Ja, ist halt super sinnfrei. Bisschen wenig. Ganz wenig. Das ist halt Geldrausch, Mann. Also 128 kann ich noch irgendwo verstehen, wenn man sparen will, aber unter 256 brauchst du eigentlich nichts holen. War vielleicht die erste SSD vor 10 Jahren, die auch mal gekommen ist. Ey, meine erste SSD hatte auch gleich 128. Ja. Deine. Ja, Windows 7 hat zu mir gesagt, brauchst du mindestens. Ich meine, was hat Windows 7 geflippt damals? 20 GB? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, komm mit den... Ich muss wirklich öfter PvP spielen. Ich mach das jetzt mal, die PvP. Also ich sehe auf der Karte direkt welche vor uns, weil ich kann euch nicht sagen, wo die sich finden. Weil die Bims ein Blinkfisch. Ja, wenn ich treffen würde, der hat mich gemessert. War die Titan-Granate. Von Comlade zu Mate. Leicht OP in dem Spiel. Einfach zusammenbleiben, die haben ein paar Ammo. Bleib zusammen. Man muss sich da sammeln. Hinter dir! One minute left. Wow, ich treffe halt gar nichts. Ich bin eine Mida, haben die gesagt. Mida ist super, haben sie gesagt. Ich mag die Mida nicht. Will ich lieber die Midnight. Aber wirklich. Ja, sicher. Genau. Genau. Das ist so kacke. Ich könnte... So, abtrotzen. War in deinem Rechner drin. Hat einen Gebrauchtrechner gekauft. Okay. Ich bekomme mittlerweile auch immer mehr Hass auf dieses Scheiß-Game. Die wird noch down sein bis vermutlich zum Wochenende. Ich muss gerade einen Kleinkrieg mit meinem Provider klären. Ah! Warum zur Hölle bist du rechts neben mir? Genau. Also so ein Bullshit. Killt er dich auch noch? Ja, was soll ich machen? Ich bin ja dumm ran. Viele Zeit. Da ist einer. You're out of life. Fight on, just von dem Winkel killt er mich. Ist klar. Also es geht auf keine Kuhhaut, Alter. Nee. Ja, hinter uns, na klar. Und die sind nur nicht immer ein Team. Not enough. It's not over. Der Gegner hat dich ordentlich erwischt, sagt meine. Ich habe letzte Woche mit dir telefoniert wegen Zahlungsstopp. Und jetzt meinten sie mir eine Mahnung schicken zu müssen, Pisser. Und heute habe ich einen Sachbearbeiter nicht angetroffen, mit dem ich letztes Mal gesprochen habe. Dann will ich ja die Person schuldig machen, die ja auch schuld ist.
Geht nach rechts rüber, oh, noch einer. Hinter dir. Ja, ich merk's. Immer noch hinter dir. Ja, ist klar, du Otto. Diese scheiß Double-Granate von Titan, ne? Ja, freilich, ganz genau. Also so ein Bullshit. Ja, hinter uns. Das Spiel ist so ein Bullshit, Mann. Ich kann es nicht ernst nehmen. Your team noch einer. Out of lives. Ganz Bild easy. Ist runter von dem. Er haut ab. Er ist links rum, Hex. Pass auf, die sind jetzt zu zweit. Zweimal angeschossen. Wir sind nicht toll. Komm her, ich will dich haben. Komm her. Du wusstest es auch, ne? No lives left for was? Ich hau euch einfach aufs Maul. Rest, when you're dead. Was ist holen jetzt? Zwei sind links außen. Von links kommen die. Einer in der Mitte. Der ist low. Der geht zu diesem runden Platz. Ich muss mich heilen. Da war der. Ein paar Amulekts. Ach ne, es gibt zwei von diesen runden Plätzen, okay. Your enemies have bested. Das ist ein scheiß Witz, Mann. Und danke, dass der random lief. Geh sterben, du ihn zu kennst. Your enemy has much more. Moin, sind Aiden. Das Game kannst du nicht ernst nehmen, leider. Hey, lass competitive anmelden und lass einfach liefen nach der dritten Runde, weil ich bin einfach ein scheiß Newport und Rage. Ganz einfach. Links war außen. Da. Hinter uns, Ult! Five lives left. Ah, schön. Oh Mann, ey. Lawbreakers war so ein geiles Game. Aber die Community nicht existent. Da fangen wir den Ball. Three lives left. Zwei da schon. Ja. Predicted Shot, Alter. Nice. Only 1 minute left. Your team out of line. Ja, sicher. Ich war wieder drauf. Habt ihr den Diesel gerade gesehen? Also nach der Runde kann ich kein PvP mehr spielen, Leute. Das ist einfach unmöglich. Ich sehe den Strahl von seiner Waffe, wie der rechts an mir vorbeizieht. Und nachdem er an mir vorbeigezogen ist, sterbe ich dann. Ich bin so ein Turbo-Skiller, aber hier in dem Game. Victory was a hair's breath away. Das ist eine Lüge. Ich hab nicht gut gekämpft. Der Typ. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine F***en sind. Ja, Burschen. Wir sehen uns morgen. Mir reicht so hart. Ich bin selten so gefrustet wie in so einem Game, aber das ist echt der Hammer. Kann's nicht ernst nehmen. Oh, da war jetzt auch wieder eine, wie soll ich sagen, so eine gute Basis. Es hat einen guten Developer, es hat sau viele Spieler. Und dann kommen die mit so einer Konsolenscheiße, Auto-Aim, Peer-to-Peer. Ja, 2017. Fast 2018.
Und dann ist sowas auf dem Markt. Und dieses Jahr sind viele Peer-to-Peer-Spiele auf dem Markt. Ja, aber wie kann sowas auf den Markt kommen? Boah. Ja. Hoffnung auf das neue Jahr setzen. Ich sehe da aber auch kein grünes. Ich sehe da auch kein grünes Licht. Go, go, starte Hex. Gut, Burschen. Grüß dich, liebes Mann. Naja, Custom Matches kommen ja an. So, aus den Custom Matches machen, ist viel eher die Frage.